Herzlich willkommen. Unsere Gesellschaft ist bunter, pluraler, vielfältiger, dadurch auch konfliktreicher. Das Thema Identität ist plötzlich ganz oben auf der Agenda. Wer bin ich? Das Fremdsein und dann immer wieder diese Fragen der Integration und was ist das eigentlich und wie gelingt das? Und diese vielen Menschen mit Migrationshintergrund, auch in der siebten Generation, irgendwie noch Migrationshintergrund, jedenfalls wenn man aus der Türkei mal irgendwie gekommen ist, und darüber nachzudenken, darüber in Ruhe zu diskutieren, haben wir uns heute vorgenommen. Und ich freue mich sehr, dass meine Gäste zugesagt haben. Wolfgang Thierse, der ehemalige Bundestagspräsident, ist da. Jagoda Mirinic, Schriftstellerin, Kolumnistin, jetzt auch Podcasterin in der Aktion Freiheit, Meinungsfreiheit, die wir gerade gestartet haben. Und Hajia Haruna Oelker, eine Kollegin aus dem Hessischen Rundfunk, von der ARD. Sie sind Journalistin, Sie sind Moderatorin und ich bin sehr neugierig auf den heutigen Abend. Herr Thierse, wann haben Sie sich eigentlich das letzte Mal gefragt, wer bin ich? In meinem Alter hat man sich schon ein bisschen an sich gewöhnt und fragt nicht mehr so oft danach, weil man ja die Antworten ein bisschen schon kennt und die Auswege vor den Antworten. Aber ich weiß natürlich auch ganz gelassen, dass ich viele Seiten an mir habe und nicht alle zur Geltung komme und dass ich auch nicht alle zur Geltung bringen will. Das ist interessant, weil ich bin ja auch nicht mehr jetzt der Allerjüngste, aber ich frage mich eigentlich, je älter ich werde, desto öfter, wer bin ich, gerade aus der Erfahrung der Umleitungen und der Sackgassen und der Rückkehr in meinem Leben. Glauben Sie, dass die Frage, wer bin ich, bei Jugend und bei Alter sich anders stellen? Ich vermute es, ja. Ich glaube, im Alter ist man viel unsicherer seiner selbst. Da sucht man ja sich. Man erprobt auch vieles, wer man ist und so. Im Alter weiß man das ja, hat man ja eine solche Geschichte mit sich. Das heißt nicht, dass die Frage endgültig stillgelegt ist, das nicht. Aber man hat ja eine Tradition mit sich, mit der Frage, mit dem Umgang, mit dem Ausprobieren, mit dem Scheitern, mit den Irrwegen, mit dem, worüber man sich geschämt hat, worüber man sich gefreut hat. Das weiß man alles schon. Und deswegen bin ich, meine ich, dass man etwas gelassener und weniger aufgeregt damit umgeht, bezogen auf einen selber. Aber man guckt natürlich auch ringsum und sieht, dass diese Frage, wer sind wir, zumal wir Deutschen, eine unerklärlich langwierige und nicht vollständig beantwortbare Frage ist. Jedenfalls quält sie immer und immer und immer. Frau Mirinic, jeder Mensch fragt sich irgendwann, wer bin ich? Und manchmal auch öfter. Warum eigentlich? Warum er eigentlich das tut? Hochphilosophisch. Warum genau? Weil weiß ich nicht. Ich kann vielleicht sagen, dass ich es eine sehr sinnliche Erfahrung finde. Also dass ich in dem Moment, in dem ich in den Kontakt mit der Welt trete, natürlich wissen möchte, warum erfahre ich diese Welt genau so. Und ich glaube, man braucht diese Frage, wer bin ich, um einmal zu verstehen, wen man so im Spiegel vor sich hat, aber dann auch zu verstehen, wer bist du im Gegensatz zu mir. Also es geht schon auch um Grenzerfahrungen. Also das bin ich nicht. Ich glaube, es geht um Verortungen, wenn ich mich frage, wer bin ich. Es geht aber auch um Chancen, Entwicklungschancen, Potenziale, um Grenzen, die man meint zu haben, aber vielleicht gar nicht haben muss. Also ich glaube, das ist so, dass als denkendes Wesen das Leben gestalten darf. Ich glaube, es hat, weil wir von der Freiheit kommen, ganz viel mit der Freiheit zu tun. Dass man ja weiß, wir haben diese unglaubliche Freiheit, mit einem geschenkten Leben etwas zu werden. Und es einfach so geschehen zu lassen, ist dann vielleicht zu wenig für ein denkendes Wesen. Wie oft fragen Sie sich, wer bin ich? Ist das jetzt beschämend nach Ihren Ausführungen, wenn ich sage, dass ich das gerne und ständig tue? Weil ich das mit meiner Welterfahrung so verbinde. Also weil ich mich gerne, also ich lief heute durch Berlin und
ich frage mich ja nicht nur, wer bin ich, ich frage mich ja auch, wer ist jemand anderes? Oder ich bin ja Schriftstellerin und habe diesen Roman Restaurant Dalmatia geschrieben und habe mich erinnert, wie ich mir vorgestellt habe, dass eine Figur über diese Mauer blickt und sich fragt, was passiert eigentlich drüben und was wäre, wenn ich ein Junge gewesen wäre, der einfach auf der anderen Seite der Mauer gewesen wäre. Also ich finde, alles Fragen nach, wer bin ich, eröffnet mir die Fantasie, auch wer ich nicht bin oder wer andere sein könnten. Ich finde das einfach auch eine lustvolle Frage und eine Frage, die mir auch jeden Tag die Chance gibt, mich zu hinterfragen, mir vielleicht auch die Chance gibt, so im Sinne von Rilke, du musst dein Leben ändern. Also wenn ich aufstehe und merke, ich bin jemand und das will ich nicht sein, habe ich zumindest die Chance zu sagen, ich lasse das hinter mir oder ich versuche das hinter mir zu lassen und bin jemand Neues. Also ich liebe diese Frage eigentlich so als Weltzugang, was nicht heißt, dass ich jetzt so bewusst das tue, sondern ich merke so eine Facette, die wie so ein Scandisk im Computer. Also irgendwie fahre ich immer ab und sage so, bin ich nicht. Und ich mag auch diese Infragestellung des vermeintlich Normalen. Also ich habe immer ein bisschen Angst gehabt, dass mir Dinge so selbstverständlich werden könnten, dass ich sie nicht mehr bemerken würde. Also so, was man das Leben von gestern Leben nennt. Sie sprach gerade von lustvoll. Lust kann etwas Freudiges, aber auch etwas sehr Quälendes sein. Wie ist das für Sie, wenn Sie sich fragen, wer bin ich? Also ich würde das in Zeitabschnitte einteilen. Tatsächlich ein bisschen wie Herr Thierse, aber mit mehr Dynamik vielleicht drin. Es gab Zeiten, da war die Wer-bin-ich-Frage eine schwierige Frage, weil sie immer von einem Außen beantwortet wurde und ich mich vielleicht nicht so richtig wiederfand, wie ich das auch heute feststelle bei jungen Menschen, von denen Sie ja auch gesprochen hatten, die auf der Suche sind. Und Kinder lernen ja schon im jungen Alter Emotionen über den Spiegel der Eltern, der anderen, weil sie lernen müssen, was sind ihre Emotionen. Und wenn man sich das vorstellt oder bezieht auf die Frage, wer bin ich, und andere einem immer spiegeln, wer man zu sein hat oder wie es passt, und man selbst vielleicht eine ganz andere Vorstellung hat, dann dauert das. Im besten Fall findet man dann eine Position. Und ich würde für mich behaupten, ich habe die gefunden, Gott sei Dank. Und dann gehe ich mit Ihnen und sage, es ist schön, immer eine weitere Facette auszudefinieren, wenn man sie unter Selbstbestimmung definiert. Also niemand anderes entscheidet, wer ich bin, sondern nur ich selbst. Aber gibt es das im Leben, dass niemand mitentscheidet, dass niemand mitgeprägt hat? Ich denke mir sehr oft, ich würde gern diesen Reißverschluss aufmachen und da mal so reinschauen, weil alles, was ich denn doch über mich empfinde, über die Selbstdefinition empfinde, irgendetwas noch hat, wo ich mir denke, da ist noch so eine Zwischenhaut und die bleibt ein Leben lang, ich kann da ein paar Risse reinreißen, aber irgendwie ist sie da. Ist die Selbstbestimmung eine Hoffnung oder eine Illusion oder hat sie eine Chance? Sie ist definitiv auch eine Hoffnung und sie ist definitiv real, weil jeder Mensch ja die Macht hat, über sich selbst zu bestimmen. Aber es gibt natürlich auch eine Gesellschaft, die Einfluss darauf nimmt, wie sehr ich das leben kann, was ich von mir denke. Und ich glaube, was das Allerwichtigste ist, ist, dass es nicht statisch ist. Also wir sind nicht alle gleich. Wir werden es auch nie sein. Wir sind unterschiedlich in so vielen Arten und Weisen. Wir sind einfach different. Und wir, Herr Thierse, Sie haben es schön gesagt, vieles sieht man auch nicht. Dann gibt es ja auch diese Unterschiede. Was sieht man? Was denken andere von mir, was ich sein könnte? Was gebe ich preis? Was nicht? Also wir sind so unterschiedlich und es sehen uns manchmal nicht. Und wenn wir zulassen würden, dass wir alle unterschiedlich sind, dann wäre diese wer bist du, wer bin ich, wer gehört zum Wir und wer sind die anderen, so viel leichter zu beantworten. Herr Thierse, kann man der Selbstbeschreibung eines Menschen trauen? Kann man seiner eigenen Selbstbeschreibung trauen? Also es gehört zur Lebenserfahrung, dass man das nicht sollte. Man versucht zwar in der Erwartung, dass man ein intelligenter Mensch sei, gewissermaßen sich über die eigene Schulter zu gucken. Aber man weiß doch, dass das kein objektives Urteil ist, dass man sich auch selbst betrügt. Das weiß man, das hat man gelernt im Laufe seines Lebens. Und deswegen sage ich nochmal, vielleicht kommen wir nochmal auf dieses Stichwort Selbstbestimmung, da bin ich immer etwas vorsichtig. Das ist ein großes Wort, das ist unser Ideal. Aber dann fällt mir ein, ganz entscheidende Dinge des eigenen Lebens sind nicht selbstbestimmt. Geboren zu werden, ist kein Akt der Selbstbestimmung. Jemand zu lieben, Leidenschaft zu lieben, ist kein Akt der Selbstbestimmung. Das entscheide ich nicht.
Sonst ist es kalkulierte Liebe. Und so kann man eine Reihe, auch Sterben ist kein Akt der Selbstbestimmung. Zunächst mal krank werden. Und so. Ich will damit nicht Selbstbestimmung relativieren, sondern sagen, es gibt so eine Überideologisierung. Sondern es gehört auch zu einem gelassenen Verständnis von Selbstbestimmung, dass es Dinge gibt, wo ich auf andere verwiesen bin. Und so wie Selbsterkenntnis hat ja etwas zu tun, ich kann mich nicht selbst erkennen, wenn ich nicht gegenüber erlebe. Im Anderen erkenne ich mich selber. In seiner Reaktion auf mich begreife ich etwas für mich selbst, sonst begreife ich nichts. Also, dass man nur alles aus dem eigenen hohlen Bauch herausholt, das glaube ich nicht. Sondern das sind immer Resonanzverhältnisse, in denen man sich selber empfindet. Und zu einem gelungenen und glücklichen Leben gehört, dass man die Chance zu solchen Resonanzverhältnissen hat. Also nicht nur Ablehnung. Unterdrückung, Diskriminierung und wer weiß was erfährt, sondern auch Zustimmung, Bejahung, positive Antworten. Das ist ganz wichtig für gelingendes Leben. Auch darin ist man nicht vollständig selbstbestimmt. Ja, ob das von anderen gelingt, ob diese Resonanz da ist. Und deswegen sage ich, wenn man diese Erfahrung gemacht hat, kann man so Spuren eines glücklichen Lebens entdecken. Wohl wissend, dass das immer auch nur Momentaufnahmen sind. Wie ist das bei Ihnen? Ja, also ich sehe es so, mit der Selbstbestimmung wahrscheinlich etwas zwischen beiden. Also ich glaube, ich brauche schon überhaupt, um mich als Mensch ernst nehmen zu können, das Gefühl, dass ich ab einem bestimmten Alter Entscheidungen getroffen habe. Aber ich sehe es so wie Sie, dass sehr viele Dinge, allein unser So-Sein, unser Wesen, unsere Art, wie wir auf die Welt reagieren, ich weiß nicht, wie viel davon ich selbst bestimmt habe, meine Affinitäten zu Dingen. Natürlich kann ich mich auch wieder neu erfinden, aber es ist für mich doch auch immer so ein Stück Wunder, warum die einen Menschen so sind und die anderen so. Und jemanden gerade, ohne jetzt unsere Differenz wahrzunehmen, ich sehe umgekehrt oft so viel Gemeinsames in uns allen. Also so ganz gleich, wie unterschiedlich das ist, wie am Ende wir geprägt sind von den Dingen, die wir alle eben nicht selbst bestimmen können, nämlich geboren zu werden, sterben zu müssen, krank zu werden, zu lieben, zu verlieren. Das sind existenzielle menschliche Erfahrungen, vor denen wir uns gar nicht schützen können. Also ich bin da, ich wünsche mir Selbstbestimmung. Ich glaube, wir leben auch in dieser Ideologie der US-amerikanischen, ne? Wir optimieren uns ständig selbst, wir können das. Und gleichzeitig, ich glaube daran, aber ich sehe es so wie Sie, welche Grundbedingungen braucht es, um das überhaupt zu können? Welche ökonomischen, welche psychologischen, welche Bildungsvoraussetzungen brauche ich, um zu diesem Schritt zu kommen, den wir fast selbstverständlich dann als Selbstbestimmung beschreiben? Und umgekehrt, was Sie sagten, so die anderen wegzuschälen, ich bin da ein bisschen anders, ich bin sehr bezogen. Also ich habe immer so die Furcht, dass ich mir Menschen wegschälen muss, dass ich sie verliere, dass Menschen, die mich geprägt haben, nicht mehr so präsent in mir sind. Also ich bin auch sehr dialogisch. Ich weiß oft nicht, was ich denke, bevor ich es nicht jemandem sagen muss. Ich weiß oft nicht, ich liebe dieses von der allmählichen Verfertigung der Gedanken während des Sprechens. Es hat mich immer gezwungen, mich mir selbst zu artikulieren, wenn jemand, so wie Sie jetzt mich gefragt haben, oder von Martin Buber, dieses Ich und Du, also in diesem Miteinander. Und für mich aber dieses Martin-Bubersche Prinzip, ja. Ich und du, betont diese Brückenbildung. Ja, man braucht beide. Man braucht zwei Menschen, die bereit sind, eine Brücke zu bauen. Ja, ich und du. Was dann passiert, weiß man nicht. Aber ohne Brücke weiß man, passiert gar nichts. Genau, aber ich will diese Brücken. Also ich bin jemand, ich brauche diese Verbindungen zu Menschen. Und ich bin auch jemand, dass wenn Menschen dann wegziehen oder sterben, dass ich es unfassbar wichtig finde, diese inneren Brücken zu ihnen zu bewahren. Also meine Identität oder mein Begriff von Identität ist sehr geprägt von den Menschen, die es geschafft haben, zu mir diese Brücke bauen zu wissen. Aber ich will gern den Begriff bewahren noch mal aufgreifen, weil das Leben und das Wer bin ich ist ja nicht statisch, sondern dynamisch. Also wenn ich mir alleine überlege, die Jahrzehnte, die ich bereits hinter mich gelassen habe, dann ist vieles auch nicht mehr, und ich bin sehr darüber zufrieden, bewahrt, sondern es ist abgestoßen, es hat sich verändert, es ist Neues hinzugekommen. Ist das die Herausforderung, wenn man über Identität spricht, dass einerseits diese Sehnsucht nach dem Bewahren da ist? Also den kenne ich, das habe ich gelernt, da bin ich sicher, vermeintlich, da fühle ich mich gut. Und andererseits zwingt uns die Existenz permanent
auch neben dem Bewahren loszulassen und in das Neue zu gehen. Ist das das Problem von Identität auch? Ja, ich würde es noch mal anders nennen. Also wenn es einem im Laufe der eigenen Biografie, einem Menschen nicht gelingt, zu sich selber Ja zu sagen, sich selber anzunehmen, dann vermute ich, ist das eher ein missglücktes Leben. Eher. Also zur Identität gehört auch dieses Moment der Selbstannahme, was gar nicht so leicht ist. Wenn man sich an die eigene Jugend erinnert. Die unbedingt? Nein. Das ist ja nur, ich wollte nur sagen, dass das ein wichtiger Teil von Identität ist. Und dann gehört auch dazu, dass wir alle den Wunsch haben, Individuen zu sein, unterschiedlich zu sein. Das heißt auch kenntlich zu sein durch die Unterschiede. Wir sind jeweils gegenüber anderen immer ein anderer. Und das ist ja eigentlich eine Irritation, eine Herausforderung oder fast eine Beleidigung. Der andere ist anders und stellt mich durch sein Anderssein schon in Frage. Aber damit fertig zu werden, jetzt kommt der nächste Punkt, weil Sie den, der ist ganz wichtig. Da haben Sie einen unentscheidenden Punkt. Wir haben zugleich darin, in diesem Moment kenntlich zu sein, Individuum zu sein, uns selbst anzunehmen, den Wunsch nach Kontinuität. Biografie heißt ein Bewusstsein, wenn wir ein Bewusstsein davon haben, dass ich immer noch derjenige bin in allen Änderungen. Ich von mir weiß, dass ich der bin. Also mich nicht bis zur Unkenntlichkeit meiner selbst verändert habe, obwohl ich weiß, dass ich zum Glück mich verändert habe und dass es auch eine Lust ist, sich zu verändern, Neues kennenzulernen. Aber darin gibt es doch dieses Moment, Identität meint auch das Moment von Kontinuität mit sich selber. Ich will das aufgreifen, was Herr Thierse gerade gesagt hat und dann nochmal vielleicht hinzufügen, übersetzt man den Begriff Identität, so bedeutet er ja, ähnlich wie Herr Thierse gerade formuliert hat, sich selbst gleich sein. Während ich da aber zuhöre, kommt natürlich der Philosoph in mir raus und das ist das Fragezeichen, kann ein Mensch jemals diesen Zustand wirklich erreichen oder ist das ein Weg, wo man sich nähert und dann antizipiert, ich komme bei mir an? Es ist definitiv, ich würde das gerne verbinden, das Thema Selbstbestimmung und auch nochmal auf den Begriff Differenz und Unterschiede gucken und das Gemeinsame, weil Differenz und Anderssein ist in unserer Gesellschaft hier ja oft negativ behaftet. Und ich zum Beispiel nehme Differenz als etwas Positives wahr. Und wenn wir jetzt sagen, dass Identitäten different sind, unterschiedlich sind und all diese Identitäten aufgrund dem Wunsch, sich selbst zu finden, denn Sie sprachen von einem unglücklichen Leben, wenn man es nicht tut, auf Selbstbestimmung pochen und vielleicht im Laufe der Zeit, weil die Machtverhältnisse unterschiedlich verteilt waren, nicht die Möglichkeit bekommen haben, diese Selbstbestimmung zu erlangen und bestimmte Leute vielleicht, um das Wort bewahren jetzt zu bedienen, das Finden viel früher hatten und bewahren konnten, also auch eine Identität für sich gefunden haben und die anderen immer in einem, ich sag jetzt mal, in einer Art Dunkel vielleicht für sich was definiert haben und jetzt herausbrechen und wir jetzt sozusagen auf diesem Tisch die komplette Differenz, die Schönheit der Differenz auf diesem Tisch haben und sagen, jetzt wollen alle bewahren, mitbestimmen, reden und das ist mir zu harmonisch. Verändern. Seien Sie mir nicht böse, das ist mir zu harmonisch, weil die reale Welt so nicht ist. Und auch die Idealwelt, ich bin mir nicht sicher, so sein sollte. Dass wir also alles so jetzt zusammenmischen und sagen, es gibt das Bewahren, es gibt das Differenzieren. Ein bisschen jetzt noch Salz in die Wunde. Man muss alles andere als harmonisch der Zustand. Ein ganz negativen Aspekt von Identität unbedingt eingehen. Adorno und andere haben immer wieder darauf hingewiesen und deswegen fast ihn abgewehrt, den Begriff, als etwas Gefährliches. Identität hat nicht nur mit Unterscheidung und freundlich interpretierter Differenz zu tun, sondern immer auch mit Abgrenzung. Mhm. Und deswegen sagen die Psychologen, gelungene Identität, gelungene individuelle Entwicklung heißt, ich bedarf nicht mehr der Abgrenzung von anderen. Ich bedarf nicht mehr, dass ich andere schlechter mache, als ich bin. Dass sie weniger wert sind, um mich zu steigern. Aber Abgrenzung ist doch nicht Abwertung. Nein, ich sage ja, Abgrenzung, ich hab ja deswegen verschiedene Worte gebraucht. Es gibt doch, deswegen sage ich, das ist nicht gelungene Identität. Dann wenn gibt es kaum gelungene Leben. Ja. Nein. Wenn man es so noch mal definiert. Nein, ich finde das ja ganz spannend. Abgrenzung und Abwertung. Unterscheidung, wahrgenommene Differenz. Positiv,
Aber es gibt sozusagen eben auch die andere Seite, dass ich zu meiner positiven Selbstbestimmung die Erniedrigung, die Abwertung anderer bedarf. Und das ist sozusagen... Wieso bedarf ich die? Nein, ich sage, das passiert doch massenhaft. Ja. Das passiert. Und das ist sozusagen nicht gelungene, nicht positiv bestimmbare Identität. Davon wollte ich sagen, diesen negativen Aspekt, damit wir nicht sozusagen nur zu freundlich darüber reden. Ja, wir können ja gar nicht, weil wir haben Machtverhältnisse. Wir haben doch diese Debatten, über die wir alle reden, weil Menschen mit bestimmten Merkmalen und Identitätsvorstellungen ja das Gefühl haben, nicht durchdringen zu können. Das ist ja eine Debatte, ich meine, warum reden wir über Identität? Warum hat ein Begriff von Identitätspolitik auf einmal für Menschen einen so derart negativen Klang, als ob wir alle keine Identitäten hätten? Wir alle hier an diesem Tisch haben Identitäten, und würden wir sie auf den Tisch legen, würden wir sagen, welche Identitätsmoleküle bringst du mit? Die man sieht, die man nicht sieht, die dich sozialisiert haben, deine Familie, deine Biografie, das, was man sich bewahrt, das, was man neu dazu bekommt, deine Psychologie, die Neurologie. Wir sind von so vielem geprägt. Und ich finde es problematisch, dass wir uns den Begriff Identität gerade selbst nehmen, als ob es etwas Negatives wäre. Also ich würde ihn gerne voll in den Raum geben, und ich würde ab jetzt für mich jedenfalls diesen Schritt gehen, den ich eigentlich seit immer mit diesem Begriff verknüpfe. Ich rede nicht gerne von Identität, sondern von Identitäten, weil ich bestehe aus einer unendlichen Mischung und Vielzahl von Identitäten. Und wenn ich jetzt sagen würde Identität, dann hätte ich ja daraus irgendwie eine Symbiose für mich entschieden. Ich kann es nicht, vielleicht können es andere, ich kann es nicht. Aber ich will noch mal noch kritischer damit umgehen. Max Frisch schreibt in Mein Name sei Gantenbein, ich zitiere, jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er dann für sein Leben hält. Ich sehe auswendig. Max Frisch, okay. Also wenn man Max Frischs Romanfigur jetzt und seinem Zitat folgt, dann ist das, worüber wir reden, alles Konstruktion, gar eine Illusion. Naja, von Max Frisch stammt ja auch der Satz, ich werde ihn jetzt nicht perfekt zitieren können, vielleicht helfen Sie mir, es ist nicht die Zeit für Ich-Geschichten, und doch vollzieht sich alles Scheitern oder Gelingen am einzelnen Ich. Mhm. Und ich glaube, ich sehe das schon so wie, also ich sehe Identität, gerade weil Sie mit psychologischen Argumenten kamen, ganz anders. Ich sehe Identität im Gegenteil als die Integration der größtmöglichen Anteile von uns selbst. Und dass je mehr, wenn Sie sagen Entwicklungen, desto mehr die Identitäten, die Sie haben, desto mehr verinnerlichen wir unsere schlechten Erfahrungen, unsere guten Erfahrungen, unsere Schattenseiten, unsere Lichtseiten zu einem gesamten Ich. Und deswegen empfinde ich Identität immer als eben nicht mehr die Notwendigkeit, den Schatten in den anderen zu projizieren. Also da würde ich jetzt zurück zu Arno Grün gehen, zu der Fremde in uns, der sozusagen selbst die Phänomene des Nationalsozialismus erklärt hat, dadurch, dass jene, die ihre eigenen Schatten nicht verinnerlichen konnten, sie in den anderen projizieren und der Fremdhass im Grunde der Selbsthass gegen die eigene Verletzlichkeit ist. Also ich verstehe immer meine Aufgabe, deswegen, wer bin ich, dass ich mich das täglich frage, hat immer damit zu tun, ich glaube, wir sind schon so auffächernde Wesen, also dass hier jeden Tag offenbart sich uns durch Erfahrungen etwas, was wir uns neu erfinden können oder etwas, was wir uns neu entdecken können, etwas, was wir ergänzen, nicht wussten, Teile unserer kollektiven Erinnerungen, Teile unserer biografischen, Teile unserer Möglichkeiten. Wir können ja auch sagen, das hätte ich gar nicht für möglich gehalten, dass das ich sein kann, aber ich kann es auch sein. Und aus diesen, glaube ich, ganzen Spannungsfeldern gebiert sich dann dieses Ich, und ich halte das für, je voller dieses Ich ist, je klarer mein Handwerk mit diesem Ich umzugehen, Handwerk, vielleicht ist es mechanisch, aber ich glaube, es hat fast eine Mechanik, desto besser schaffe ich es auch mit allem, was mir von außen entgegenkommt, gleich wie fremd es mir vielleicht scheint, wenn ich es in mir finden kann, kann ich es ja auch außen irgendwo finden. Wir werden darüber gleich weiterreden nach der Werbung, und mich würde jetzt, weil Sie das gesagt haben, interessieren, was ist eigentlich das Gegenteil von fremd? Aber erstmal kurz die Werbung. Frau Marinic, wir diskutieren über Identität, und ich habe da noch mal bei Arthur Rimbaud, den französischen Dichter, nachgeschaut, und der sagte, ich zitiere, ich ist ein anderer. Hat er da recht? Ich bin ja so, dass fast jeder recht haben kann. Natürlich hat er recht in einer Form, weil wer wir sind, wahrscheinlich auch nicht kennen. Und das bestimmt nicht dieses Ich ist, von dem wir denken, dass ich
dass ich bin. Also wir hatten es ja vorhin, wie gut kennen wir uns? Und hat das, was wir denken, was wir sind, mit dem zu tun, was wir sind oder was andere denken, was wir sind? Also ich glaube schon, dass, dass man sich selbst in seiner ganzen Selbstverständlichkeit einerseits der Nächste, aber gleichzeitig eben auch der andere sein kann, ja. Sind Sie sich fremd? Oder sind, nein, andersrum, was ist eigentlich das Gegenteil von fremd? Bekannt. ich bin, ja? Ja, es ist mir nah, ich weiß Bescheid, ich bin damit sozialisiert, ich bin damit familiär, ich bin der Sache vertraut. Na, das ist schon eher ja. mein Freund als mein Bekannter. Nein, aber es ist mir nicht fremd, alles das. Das Fremde ist doch das, was ich nicht kenne, das, mit dem ich nicht aufgewachsen bin, mit dem ich keine Berührung hatte. All das kann mir fremd sein. Und die erste Berührung, und dann kommt es ja noch auf mich an, ob ich offen bin dafür, mit dem Fremden in Kontakt zu kommen, damit es mir nicht mehr fremd ist. Deswegen habe ich all die positiven Attribute als Gegenteil gewählt. Weil das ja auch oft das Problem ist, nämlich den Kontakt zum Fremden aufzunehmen. Und sich zu fragen, warum den einen etwas fremd ist, was den anderen so nah ist. Diese Erfahrung mache ich zum Beispiel oft. Dass ich in Situationen bin, in denen Menschen mir Fremdheitsgefühle beschreiben, die ich nicht kenne. Weil ich eine andere Lebenserfahrung mitbringe und weil es mir gar nicht fremd ist. Und ich finde diese Erfahrung spannend, weil ich mir denke, wenn wir mehr Räume hätten, wo Fremdheit für die verschiedenen Leute etwas anderes bedeuten würde, wäre so vieles nicht mehr fremd, weil man sich, um das Wort erzählen von vorhin noch mal zu bemühen, mehr erzählen könnte und mehr wissen würde und dann vieles wegfallen kann. Kann es sein, dass wir so Schwierigkeiten haben, gerade in Deutschland, auf die Frage, wer sind wir, wer bin ich? Und Sie sprachen gerade von Erzählungen, Antworten zu entwerfen, weil man sich in diesem Land eigentlich wenig erzählt, im Sinne von Biografie, im Sinne von Privatem, im Sinne von Intim, weil sowohl nach 1945 man eher geschwiegen hat, eher auch gelogen hat, eher Biografien ummantelt hat. Und Angst hatte, wenn man eben spricht, wer bin ich, müsste man auch erzählen, was auch immer es ist. Und Herr Thierse, das ist ja nach 1989 eigentlich auch in vielen Biografien der Fall, dass wenn man dann fragt, man ganz verklemmte und teilweise eher Nicht-Antworten bekommt. Braucht es, um beantworten zu können, wer bin ich, auch das Biografische, das, die Familienerzählung? Ganz unbedingt. Und bezogen auf Ostdeutschland ist mein Eindruck immer noch, dass viel zu wenig miteinander gesprochen wird. Und dass allzu viele Ostdeutsche sich so in den Gestus des Vorwurfs, der Anklage gegen den Westen, weil man immer noch nicht vollkommen gleiche Lebensverhältnisse hat. Es gibt ja immer noch ökonomische, soziale Unterschiede. Und ich bin ja nach 1990 fast wie ein Wanderprediger durchs Land gelaufen, habe immer gesagt, wir Ostdeutschen und wir Westdeutschen müssen uns wechselseitig unsere Lebensgeschichten erzählen. Und da wird man feststellen, dass die einen nicht nur strahlende Erfolgs- und Siegergeschichten hinter sich haben und die anderen nicht nur Niederlagen- und finstere Schurkengeschichten, sondern dass die Farbtupfer und Grautöne und so weiter nicht sich genau nach Systemgrenzen sortieren. Das ist teilweise gelungen. Es gibt solche Erzählrunden. Das war eine meiner erfolgreichen Sentenzen, aber es reicht nicht. Weil ja erzählen heißt ja auch, etwas anderem erzählen heißt ja, etwas von sich preisgeben. Das kann wehtun, das ist eine Schwelle. Aber es heißt natürlich darin auch, etwas von sich entdecken. Denn wenn man ins Erzählen kommt, erzählt man mehr, als man vielleicht strategisch vorher kalkuliert hat. Dem Erzählstrom überlassen ist immer darin etwas... ein Moment von Abenteuer. Man kann es ja nicht kalkulieren. Und wenn der andere dann noch fragt oder nickt und ermuntert und man kommt ins Reden und macht weiter. Jeder kennt das von sich. Ich kenne es auch von mir. Jetzt habe ich aber zu viel von mir erzählt. Ja? Weil der andere mich verlockt hat, eingeladen hat. Kann man zu viel von sich erzählen? Nein, nicht objektiv. Objektiv gibt es kein Messer, aber dass man da plötzlich das Gefühl hat, ich habe von mir zu viel preisgegeben, das gibt es. Dass der andere so einladend war im Gespräch. Aber was könnte das denn sein? Ist das dann die Emotion? Ist das dann zu viel von dem Gefühl? Nein, dass man etwas preisgibt, das man gehütet hat, weil man sich dafür schämt. Das gibt's doch alles. Man ist doch nicht immerfort bereit, sich vollkommen auszuziehen und preiszugeben. Das hängt auch immer von der Situation und vom Gegenüber ab. Und manchmal,
Hinterdammer. Nun, ja, habe ich aber was erzählt heute. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Und das setzt ja eben immer eigentlich Vertrautheit voraus, dass man dem anderen das erzählen kann. Das Vertrauen, dass der davon nicht einen Missbrauch macht, weiter quatscht. Ja? Deswegen, gute Freunde sind die, die nicht weiter erzählen. Aber das Geheimnis, das wir alle haben und unter Umständen auch den besten Freunden und Freundinnen nicht erzählen, ist ja auch ein Teil unserer Identität. Ja, ja, die Dinge, über die wir aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht sprechen, dann werden Romane daraus gemacht und dann sprechen diese Figuren im Roman übereinander und miteinander. Aber ich würde trotzdem gerne noch mal das vertiefen, was wir jetzt gerade angefangen haben. Das über sich reden können, ist das die Bedingung, um mit sich in dieser Welt in Beziehung zu treten und mit dieser Welt? Und wenn man es nicht kann, weil Biografien dem entgegenstehen, das ist ja nicht nur in Ostdeutschland oder Westdeutschland der Fall, sondern gerade wenn man sich anschaut, aus wie vielen Ländern Menschen auch nach Deutschland gekommen sind, wo es Krieg und Bürgerkrieg und Unglück und Opportunismus gegeben hat und all diese Dinge. Wie soll man zu einem Ich kommen? Wie soll man die Frage beantworten, wer sind Sie, wenn man all diese Dinge tabuisiert? Und wie schafft man sie zu enttabuisieren? Also ich glaube, das ist eine Frage, da kann ich Ihnen überhaupt keine Antwort geben, weil das sind so für mich die Elemente dieser Gesellschaft, die mir fremd sind. Also wenn wir von fremd reden, sind für mich fremd vor allem Dinge, die ich gar nicht irgendwie verstehen kann. Und für mich hat das gar nichts zu tun mit, ob ich etwas gut und lange kenne, weil ich kann auch 10 Jahre meinen Partner kennen und irgendwann ist er mir erstaunlich fremd. Also irgendwann hat es für mich mit so einem Einfühlungsvermögen, und ich habe wirklich heute noch mal drüber nachgedacht, so wie in Deutschland sich der öffentliche Raum gestaltet oder warum ich vieles oft so anstrengend finde. Warum, weil eigentlich das, was Sie jetzt sagen mit Schweigen, das treffe ja auch für viele andere europäische Länder zu. Die haben genauso ihre Geschichten mit dem Zweiten Weltkrieg, die haben in Spanien Franco, die haben auch ihr Schweigen, mit dem sie alle kämpfen. Aber es gibt in Deutschland nochmal ein sehr spezifisches Schweigen, so wie Sie sagen, so eine Furcht, sich zu offenbaren im direkten Gespräch, was darin mündet, dass alle sehr viel so Verfahrensdinge miteinander besprechen. Die Deutschen sind für mich so die... das ist jetzt ein Klischee und ich weiß, das soll man nicht, aber es ist, wenn ich das Niveau so runterbrechen darf auf Klischee, es gibt hier ein Alltagssprechen, wo man sich so richtig dran festhält. Wo ich, wenn ich einen Waldspaziergang mache, die Deutschen lieben ihre Wälder und ihre Romantik, aber dann laufe ich an Leuten vorbei und sie reden trotzdem über ihre Gemeinderäte und über Verfahrensdinge, die sie irgendwie klären müssen. Also, und ich empfinde das als so eine Art, dieses Gespräch, das private Gespräch zu verhindern, indem ich dauernd über öffentliche Anliegen mich unterhalte, indem ich dauernd eine vermeintlich interessante Sphäre schaffe, mit der ich mich mit dir verbinden muss, aber da eigentlich muss ich mich dir nicht zeigen. So, ne? Und trotzdem kann man so eine Beziehung darauf aufbauen. Und eigentlich, ja, das fände ich jetzt sehr spannend, heute von Ihnen zu erfahren, denn ich hatte heute an einen slowenischen Freund gedacht, der einmal in Berlin gelebt hat für ein Jahr und dann zurück ist und gesagt hat, nee, weil in Berlin arbeiten sie alle immer, auch wenn sie dich zum Abendessen einladen. Ich muss auch im Netzwerken so viel reden, über was ich tue, mit wem ich was tue. Also ich, für mich ist hier sehr viel von dem, was wir öffentliches Gespräch nennen, eben nicht dieses Erzählen oder dieses Einfühlen oder etwas Privates offenbaren. Das, was Sie beschreiben, dieses, das zu fürchten, würde ich sehr unterschreiben. Auch bei Personen des öffentlichen Lebens, bei allem. Es gibt eine große Angst, sich zu zeigen. Aber an einem Punkt muss ich schon unterbrechen, denn in der Tat, die Deutschen gibt es nicht. Ja, ja, natürlich. Nein, aber es gibt auch, der deutsche Art... Wald wird nicht von jedem geschätzt, nein, sozusagen. Nur, das finde ich interessant, weil in der Tat die Frage, wer bist du, wird ja in der Modernen ersetzt mit, was tust du? Also, welchen Beruf hast du? Die ersten Fragen, die man sich so austauscht, ist, und, was tust du? Woher kommst du? Oder woher kommst du? Ja. Das ist auch eine Frage, die wird man Herrn Thierse wiederum in Deutschland weniger stellen. Aber Herr Thierse, ich will noch mal zurückkommen auf das Thema. Also, wenn wir von beiden Deutschlands reden, kann es ja nicht die Sprache sein. Nicht, was man sonst so als Argument hat, warum ist
Unterschiedlichkeit gibt. Ne? Die deutsche Sprache ist sowohl in Ostdeutschland wie in Westdeutschland präsent. Mit der Heiterkeit stelle ich fest, dass es zwischen Schwäbisch und Sächsisch doch Welten liegen. Also ich bin ein eingebürgertes Flüchtlingskind und habe Deutsch im Gymnasium gelernt, deswegen kann ich nur Hochdeutsch. Ich bitte um Entschuldigung, aber ich will darauf zurückkommen. Die Sprache ist es nicht, Muslime können es auch nicht sein. Also im Prinzip zwischen Ost- und Westdeutschland steht trotzdem im Raum, selbst 30 Jahre nach der Vereinigung, die Ossis und die Wessis. Und wenn beides gesagt wird, laufen außerordentliche Tonspuren mit. Gibt es jetzt eine Identität, eine gemeinsame Identitäten? Also, oder wo ist das Problem? Ja, jetzt provozieren Sie mich eigentlich zu einem längeren Vortrag. Aber gerne, wir haben hier viel Zeit. Seit 30 Jahren. Aber nicht zu lange. Nein, in 30 Jahren beschäftigt mich ja das Thema dieser Ost-West-Differenzen. Und natürlich kann man beschreiben, dass 40 Jahre in zwei getrennten, nicht nur getrennten, sondern höchst gegensätzlichen Systemen gelebt zu haben. Mit durchaus unterschiedlichem Alltag, unterschiedlichen wirtschaftlichen Verhältnissen, unterschiedlicher Öffentlichkeit. Die DDR war, und das ist kein unfreundliches Wort, war ein vormundschaftlicher Staat. Sozusagen selbstverantwortliches Handeln im Sinne des zivilgesellschaftlichen, bürgerschaftlichen, das war nicht erwünscht, das war das Gegenteil, das erwartet. Das sind tiefe Prägungen. Das erste Stichwort. Ich nehme ein zweites Stichwort, weil mich das auch immer noch ärgert. Es gibt, wir Ostdeutschen, ich sage jetzt ausdrücklich mal wir, schleppen einen Rucksack an Minderwertigkeitskomplexen mit uns. Und dafür, für diesen Minderwertigkeit gibt es Gründe. Erstens, wir haben uns immer am Westen gemessen und waren immer der schlechtere Teil Deutschlands. Jeden Abend sind wir via Fernsehen in den Westen ausgewandert und haben erlebt, diese schöne Welt da, die Reklamewelt und was ist das, und unsere graue und eingeschränkte Welt. Wenn wir in Urlaub gefahren sind nach Ungarn oder Tschechien, waren wir Deutsche zweiter Klasse, die hatten richtiges Geld, wir hatten nur Papiergeld. Und so weiter kann ich weiter erzählen. Und wenn man dann noch ältere Prägungen hinzunimmt, die ja auch weiterwirken, gehört eine Rolle. Dann spielt eine Rolle sozusagen die Dramatik der Veränderung nach 1989-90, die sofort dieses Moment des Aufbruchs, nicht 100%, aber doch ein guter Teil der Ostdeutschen sind aufgebrochen in der friedlichen Revolution, die sozusagen das gleich wieder überwältigt haben, weil diese Transformation, die ökonomische, war mit unendlichen Schmerzen, Massenarbeitslosigkeit, Verluste und so weiter. Ich sag das, beschreibe das immer ohne Vorwurf, ganz nüchtern, das war so. Ja, wem soll man es auch vorwerfen? Aber das ist ganz wichtig, weil daraus natürlich Vorwurfshaltungen entstehen, aus solchen Prägungen, aus solchen Erfahrungen. Und sozusagen dann kommt hinzu, wenn ich unmittelbar politischeren. Natürlich hat der Helmut Kohl, ein genialer Parteipolitiker, der er war, hat 1990 die Wahlen gewonnen, zweimal, im März bei der Volkskammerwahl und im Dezember, mit diesem paternalistischen Gestus, ich nehme euch an die Hand und führe euch ins Wirtschaftswunderland. Und ich sage, das war genial, weil die Mehrheit der Ostdeutschen in ihrer tiefen Verunsicherung so schnell wie möglich unter das rettende Dach der Bundesrepublik Deutschland wollte. Das hatte ihn genau verheißen und deswegen war er parteipolitisch erfolgreich. Aber man konnte ahnen, dass diese riesige Erwartung, die die Ostdeutschen selber hatten und die auch unterstützt wurden, relativ schnell enttäuscht werden musste. Und so weiter. Also ich kann ganz viele Faktoren nennen, die solche Differenzen, Prägungen unterschiedlicher Art, die über Jahrzehnte entstanden sind und die in den vergangenen Jahren entstanden sind, die weiterwirken. Und warum kann man es niemand vorwerfen? Also warum kann man nicht auch einen Vorwurf an jemand richten? Nein, weil ich finde es ein bisschen unproduktiv, der Geschichte etwas vorwerfen. Ich will es mal fast pathetisch erzählen. Als ich das erste Mal in meinem Leben, 91 vielleicht, in Bremen war und vor diesem wunderbaren Rathaus stand, fiel mein Blick eher zufällig auf eine Hauswand links. Und da stand folgender Spruch: Gedenket der Brüder, die das Schicksal unserer Trennung tragen. Und das ging mir durch Mark und Bein, sagte, ja, Geschichte ist Unrecht. Den Zweiten Weltkrieg haben die Ostdeutschen mehr verloren. Sie haben den härteren Teil der Teilung gehabt. Aber wem will ich das vorwerfen? Das kann ich doch nicht den Westdeutschen vorwerfen, das ist ja absurd. Aber der Hinweis darauf, dass die geschichtlichen Gewichte
des Glücks und Unglücks ungleich verteilt waren. Das gehört zur geschichtlichen Wahrheit, ohne dass man daraus denjenigen, die mehr Glück hatten, einen Vorwurf machen kann. Aber Herr Thierse, eine Sache finde ich doch schon wichtig in dem Sinne von Erzählung. Natürlich kann man niemandem, der nicht mehr lebt, der nicht mehr da ist, Vorwürfe machen. Aber man hat doch eine Verantwortung. Wenn ich letztes Jahr mich unheimlich viel mit sogenannten Nachwendekindern, AutorInnen, die neue Bücher schreiben, die die Wende nicht erlebt haben, die eine ostdeutsche Identität haben, das sogar als ein wichtiges Merkmal, nenne ich es mal, um diese Lebensrealität zu beschreiben, in der sie sich befinden. Das ist ein neues Genre geworden sogar. Dann muss ich doch fragen, wo ist die Geschichte der Verantwortung nicht erzählt worden und was bräuchte es, um diese Kontinuität, um diese Frage, wer bin ich, besser beantworten zu können. Ja. Und das können wir übertragen auf den Holocaust oder Poramos oder Shoah oder den Kolonialismus. Ja. Ich kann das nicht stehen lassen und sagen... Nein, da wird es ganz peinlich. Da müssen die Ostdeutschen sich selber befragen. Und das ist... Das ist genau für mich der Punkt. Mhm. Das kann ich übrigens den Ostdeutschen mehr sagen, als ein Westdeutscher sagen kann. Mhm. Der darf es Ihnen nicht sagen. Aber ich sage, ich bin einer von euch. Reden wir über uns selber in 40 Jahren DDR. Was waren wir? Das sage ich auch ohne Vorwurf, aber ganz nüchtern daran erinnern, dass das zu einer Diktatur immer auch gehört, die halbe Macht einer Diktatur ist die Angst. Und die andere Hälfte ist die Unterdrückung. Aber es gehört natürlich noch etwas dazu, Anpassung. Der Opportunismus. Opportunismus ist ein Menschenrecht. Heldentum ist nicht zu verlangen. Dass Menschen sich an Verhältnisse anpassen, ist so. Aber man soll es voneinander wissen und nicht im Nachhinein sozusagen dadurch verdrängen, dass man den anderen den Vorwurf macht. So, das war nur der Punkt. Darüber, was Diktatur oder Demokratie für Identitätsmomente trägt und wie sich das in der nächsten und übernächsten Generation erzählt, auch mit welch einer Qual, weil die drinnen waren, nicht erzählen, was sie wirklich an Vor- und Nachteilen hatten, darüber reden wir gleich nach der Werbung. Ach, die Werbung. Herr Thierse hat gerade etwas beschrieben und Sie wollten dem etwas entgegensetzen. Ja, aber ich bin nicht ganz einverstanden mit dieser, die Frage der Verantwortung nicht ganz zu stellen. Ich wollte nur den nachgetragenen Vorwurf vermeiden. Ja, auch nachtragend und Vorwurf, das ist für mich natürlich sehr edel. Ich soll niemandem was vorwerfen, ich soll nichts nachtragen. Aber ich habe schon Fragestellungen an diese Wendezeit. Und wir sprechen jetzt sozusagen von den Defiziten der Ostdeutschen, auch von den medial viel dargestellten Defiziten der Ostdeutschen. Mhm. Und umgekehrt, meine Besuche in Ostdeutschland, habe ich Menschen kennengelernt, die ich noch mal anders erleben würde als das, was ich medial teilweise erzählt bekommen habe. Und ich fand, dass die Fragestellungen nach Vorwürfen ist ja auch manchmal eine Aufarbeitung der Vergangenheit. Also natürlich müsste man fragen, was dann später einige Stimmen getan haben, wenn so ein Land nach einer Diktatur oder nach einem bestimmten Regime in einen Transformationsprozess geht, in die Demokratie, welche Unterstützung erfährt es dabei? Und wir lassen dann manchmal aus meiner Sicht einiges unter den Tisch fallen, weil wir wollen ja nicht hier uns Vorwürfe machen, aber von dem, was ich dann so gelesen habe, war, dass sehr viele Westdeutsche mit den ihnen vertrauten Selbstbewusstsein, den ihnen vertrauten Strukturen, Führungspositionen in Ostdeutschland für sich reklamiert haben. Dass sie, dass es auch ökonomisch quasi einen Ausverkauf gab, mit dem Menschen vor Ort nicht mithalten konnten. Das lässt sich auch vergleichen mit Transformationen im ehemaligen Jugoslawien. Also kaum waren sozusagen die Länder plötzlich klein und autonom, zogen da andere Länder der EU ein, kauften Dinge auf, die Leute vor Ort sich vielleicht noch gar nicht organisieren konnten. Also ich finde, man muss auch manchmal fragen, bei diesen Ländern, die wir erlebt haben als Länder, die sich aus Diktaturen heraus befreien konnten oder befreit wurden und dann versucht haben, sich zu demokratisieren. Welche Rolle hat eigentlich da auch der Kapitalismus gespielt in der Art und Weise, wie sie dann nicht zurechtkamen? Aber vielleicht und das ist eine Verantwortungsfrage. Also das ist schon so ein... Also ich will nur einen, weil ich glaube, die geschichtlichen Abläufe waren anders. Und man muss einfach an einen Umstand erinnern. Ich sage es noch einmal, die große Mehrheit wollte unter das Dach der Bundesrepublik Deutschland, sie wollte die westliche Demokratie. Und sie wollte auch den Kapitalismus. Das wollte ich gerade sagen, sie wollte auch den Kapitalismus. Man soll dann nicht immer sagen, das ist ihr sozusagen aufgezwungen worden. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube nur, wie kommt der Kapitalismus dann da an? Wir sind eine soziale Marktwirtschaft, wie viel Unterstützung gab es? Es gab
Es gab die viel Zahlen Geld nennen Billionen. Ja, aber, und ich sag's noch einmal. Ja, es gab Geld. Gerade weil ich selber, also ich, Friedmann ist mein Zeuge, wie sehr ich auch in den 90er Jahren als Oppositionspolitiker die CDU-Politik kritisiert habe. Aber ich weiß doch auch, dass zum Beispiel Personalwechsel, es gibt keine Revolution und sei sie noch so friedlich, ohne Elitenwechsel. Wir wollten Karl Eduard von Schnitzler, den Chefhetzer, nicht mehr haben. Wir wollten die SED-Juristen nicht mehr haben. Also das ist toll und das hätte man sich ja auch im Westen mal gewünscht nach dem aber Krieg. Aber Moment, bevor wir das jetzt idealisieren. Es sind die vielen in den mittleren Ebenen nach wie vor wirkungsvoll geblieben. Leute, die für die Stasi verantwortlich waren, Leute, die für die SED verantwortlich waren. In den meisten Bereichen, jetzt nicht der Top-Elite, die wird meistens ausgewechselt, aber auch in den Schulen blieben die Lehrer, die früher die Diktatur mit unterstützt haben. Ich würde nur das Beispiel, was wir gerade diskutieren, etwas erweitern wollen. Wenn man nämlich ehrlich ist, ist ja immer in dieser Frage, wer bin ich, wer ist der andere, viel Heuchelei. Und auch in der Frage damals zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland. Ich erinnere mich, die meisten Westdeutschen hatten überhaupt kein Bedürfnis auf eine Vereinigung. Und was sich viele in Ostdeutschland vorgestellt haben, waren ebenfalls Fantasien. Sie beschreiben sie, die mit knallharter Realität konterkariert worden ist. Aber was mich interessiert in der Frage, wenn wir uns auch heute unterhalten, und Sie sprachen von der Literatur der zweiten und der dritten Generation, wir können das ja in allen Bereichen so sehen, ist, wenn Geschichte, die ja auch identitätsbildend ist, wie Kultur, die identitätsbildend ist, nicht erzählt wird, und zwar aus den allen schmerzhaften und weniger schmerzhaften Perspektiven. Wie soll dann ein Wer bin ich in der nächsten oder übernächsten Generation so sich entwickeln, dass beispielsweise Vorurteile, Gegnerschaften, Pseudogegnerschaften nicht weitergegeben werden? Und wundern wir uns deswegen, und mich wundert, dass wir uns so wundern, wenn wir dann 30 oder 40 oder hunderte Jahre später immer noch mit denselben Stereotypen konfrontiert sind, ist sich ehrlich machen in Geschichte. Und da sind wir, glaube ich, in Deutschland im richtigen Versuchsfeld. Ist sich ehrlich machen auch in der geschichtlichen Erzählung nicht die Grundvoraussetzung, dass sich die nächsten Generationen in der Frage, wer bin ich, auch ein bisschen befreien werden? Wie ist das mit Ihrer Biografie gewesen? Also ich musste gerade überlegen, auch an das. Ich muss ein bisschen, ich verstehe diesen Diskurs, aber ich verstehe nicht von außen, ich komme gleich zu meiner Biografie, was man sich in Deutschland jetzt auch noch nicht so erzählt hat. Denn wenn wir ehrlich sind, also natürlich gibt es Schwachstellen und in den Familien wurde lange geschwiegen, es gibt die Geschichte, aber ich frage mich manchmal, was wir uns alles eigentlich noch erzählen sollen. Also wenn wir, es gibt doch sehr viel Diskurs in Deutschland über die deutsche Geschichte, über die deutsche Identität, über Ostdeutschland, über Westdeutschland. Aber es fehlt so viel. Aber keine Ich-Erzählung. Es gibt Also ich würde nur noch mal kurz den Kolonialismus alleine als Aber auch die ostdeutsche Geschichte, wenn man heute Befragungen macht mit jungen Menschen in der jungen Welle, in der ich zum Beispiel arbeite, und wir machen dann 20 Jahre und keiner weiß, wie was, alle kennen Stereotypen, wissen aber gar nicht, woher sie kommen. Ja, was hat Papa gemacht, was hat Großmama gemacht, ob im Dritten Reich, ob in der DDR, wo haben sie gewirkt, wo haben sie nicht gewirkt übrigens, wo haben sie etwas unterschrieben oder nicht unterschrieben. Wir hatten jetzt diese Ich-Erzählungen, die sind in Deutschland, Sie haben das so erzählt mit Ihrem Spaziergehen. In der Tat, die Leute gehen in die Bibliothek oder die Leute haben Seminare, aber wenn es um die Familiengeschichten geht, die da fehlen. Wird aber es sehr verdunkelt. Die nationalen Erzählungen, wir reden in Deutschland, finde ich, doch erstaunlich viel darüber. Und es kommen im Moment immer mehr Diskurse mit rein, die du jetzt zum Beispiel beschreibst. Aber die fehlen in den Schulbüchern. Sie fehlen in einem, also wenn zu Hause an Orten nicht gesprochen wird, wäre das der Bildungsort zum Beispiel einer, an dem Geschichte erzählt werden könnte. Ich kann mich jetzt an meine Schulzeit erinnern, okay, ist sehr lange her mit 40, aber ich sehe die Schulbücher der Kinder, die ich begleite, mein Kind geht noch nicht zur Schule, und ich sehe die Art von Geschichtserzählung. Und sie ist eine gleiche und sie ist veraltet. Und da
es gibt keine Aufforderung, ja, weil es fehlt keine Aufforderung, Biografien neu zu erzählen. Auch zum Beispiel, und ergänzen wir sie doch um die Migrationsgeschichte. Ja, unbedingt. Ergänzen wir sie um, in Ostdeutschland gab es auch eine Migrationsgeschichte. Diese Geschichte wird überhaupt nicht erzählt. Also, und die bedeutet ja auch etwas aber bei der Zusammenführung. Ich würde das einfach gerne, da will ich jetzt, Herr Friedmann war es vorhin auch so positiv, da würde ich gerne positiver werden. Ich finde, dass wir das versuchen und dass es ein großes Unterfangen ist, das einmal in so einem öffentlichen Diskurs zu versuchen, wo sofort alle eben sich irgendwie bedroht fühlen, egal was man aufarbeitet. Irgendjemand ist ja immer bedroht. Und auf der anderen Seite finde ich, so wie Sie, fehlen diese individuellen Geschichten, große Romane, an die wir uns auch doggen könnten oder die uns etwas näher bringen könnten, sodass wir empathischer mit umgehen. Aber dass man jetzt in Deutschland nicht auch wirklich schon versucht, diese Geschichten zu erzählen. Ich bin heute durch Berlin den ganzen Tag gelaufen. Ich kann ja kaum über eine Straße laufen, ohne dass mir diese Geschichte, ich kenne eigentlich in Europa keine Stadt, in der mir jenseits dessen, was als Stadt dasteht, so viel, was man dann wieder kritisch diskutieren kann, wie wird gedacht und was ist das eigentlich, aber dass wir uns permanent versuchen, in irgendwelchen Formen und dadurch vielleicht auch uns ritualisiert haben im Erinnern und deswegen vielleicht auch nicht mehr rankommen an das Gefühlte. Ich sehe das kritisch, wenn wir sagen, wir tun das nicht. Ich bin einverstanden mit Ihnen, dass es ritualisiert ist. Genau. Ich zitiere Sie, es ist ritualisiert. Genau. Im Kollektiven sind auch genug Gedenktage und Initiativen da. Aber ich glaube letztendlich, Geschichte ist nur erfahren, wenn auch die Familiengeschichte mit erfahren wird. Ja. Und da würde ich Deutschland jetzt nicht herausnehmen als besonders positiv oder negativ gelungen. Aber auch hier sind es, wenn es über die Frage geht, wer bin ich? Oder wenn man fragt, wer bist du? Dann muss man ja eigentlich am Ende und am Anfang auch fragen, du bist auch das, was du getan hast oder was du nicht getan hast. Ist da eines der Komplexitäten, der Hindernisse zu der Identitäts- oder den Identitätsfindungen, dass das so schwer fällt, das zu beantworten? Also es fällt offensichtlich schwer. Und ich überlege daran, worin ist das eine Überforderung womöglich? Weil ich nicht glaube, dass alle einzelnen Menschen, die Kollektive, sozusagen sich selber ständig in Frage stellen können, gerade durch böse, schmerzliche, entsetzliche Geschichte. Das ist sozusagen eine der Schwierigkeiten, mit denen wir es zu tun haben. Deswegen ja immer wieder Abwehr, Verdrängen. Und deswegen überlege ich sage vielleicht etwas Riskantes, ob wir nicht auch wir hier in Deutschland, sozusagen das andere auch brauchen. Wofür ich immer auch eintrete, an einem bestimmten Beispiel werde ich es erläutern, sozusagen auch positive Erinnerung an die eigene Geschichte. Selbst wir Deutschen haben eine Demokratie und eine Freiheitsgeschichte. Und die zu erinnern, ist wichtig. Das heißt nicht, dass andere verdrängen. Aber das ist wichtig, dass wir sind zu beidem fähig. Wir sind zu entsetzlichsten fähig gewesen, wir Deutschen. Das ist Teil meiner Biografie, das schon relativ früh begriffen zu haben, dass das so ist. Ja, aber dass man auch gleich zur Identität einer Gemeinschaft auch gehört, die Erinnerung an Gelungenes. Weil man nicht nur mit dem Scheitern leben kann, mit dem Unglück leben kann, daraus etwas, eine produktive Identität oder ein produktives Verhalten, also beides. Und das muss man austarieren, das ist ganz schwierig. Und ich sage das an einem Beispiel, ich war der Bauherr des Holocaust-Denkmals. Und ich bin jetzt eingetreten für das Freiheits- und Einheitsdenkmal, weil ich sagte, wir erinnern an die entsetzlichste Tat der deutschen Geschichte. Aber es ist auch gut, wenn wir das glücklichste Ereignis der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert erinnern, an die Friedliche Revolution und die Wiedervereinigung. Beides ist und nicht gegeneinander ausspielen, aber das dann gewissermaßen, wenn ich so praktisch in ein historischer Parcours, man beginnt entweder beim Humboldt Forum und dem Freiheits- und Einheitsdenkmal und geht unter den Linden bis zum Reichstagsgebäude, Parlament und zum Holocaust-Denkmal und weiter oder umgekehrt den Weg. Und beides gehört dazu. Ich sage das so, weil offensichtlich für den einzelnen Menschen, es ist gut, wenn wir uns an Beschämendes erinnern. Aber es ist gut auch, wenn wir uns an Geglücktes erinnern können. Beides tut Not. Dürfte ich da was ergänzen? Weil ich zum Beispiel interessant finde, die große Frage nach der deutschen Identität. Zum Beispiel eine, die ich mir auch gestellt habe, weil
diese deutsche Identität ist ja auch meine. Ja. Ich mache dann immer den Witz und sage, ich bin muslimisch gelesen, ich habe so einen Namen, ich habe mein Aussehen, das mich nicht deutsch liest. Und dann könnten wir jetzt eine rassifizierende Frage stellen, nämlich zu sagen, was ist meine Biografie dahinter? Die Geschichten, die wir uns nicht erzählen. Wenn man jetzt also wüsste, dass ich eine weiße deutsche Mutter hatte, mit einer Geschichte, die all diese Fragen stellt, die das Gute wie das Schlechte erzählen kann. Was bedeutet das dann, was ich meinem Kind, was ich mir erzähle? Und wenn ich dazwischen nicht die Geschichte, die dazwischen entstanden ist, nicht in Verbindung setze. Mhm. Und das fehlt mir. Weil ich finde auch, wir müssen alles erzählen. Und die Scham ablegen und die Verletzung. Wir müssen weitergehen. Nicht weil die Scham. Scham kann man nicht ablegen. Nein, die Scham. Scham ist ein Moment unserer Würde. Die Scham kann man überwinden, indem man die Verantwortung übernimmt und sagt, ich schäme mich, ich stelle mich, ich spreche darüber, ja, ich erzähle. Gut. Ja, und dann ist es ein Umgang mit der Scham. Man kann sie nicht, es ist ein Teil. Wir werden immer Teil dieser Geschichte sein. Die Folgegeneration. Aber wenn wir aufhören, diese Kontinuität herzustellen, dann ist es das, was jetzt an Gefühlen da ist, dann kommen andere vermeintliche Menschen, die ihre Identitäten so laut leben wollen und andere sagen, wo bin ich? Dann wären wir da, was Sie vorhin gesagt haben, dann sind die anderen mein Gegenpol, an dem ich mich abarbeiten muss, weil ich nicht bin. Mhm. Und das ist etwas, was ich immer wieder wahrnehme, dass ich denke, du weißt nicht, wer du bist und deswegen machst du das mit mir. Also ich würde das gerne jetzt noch einen Augenblick wirklich vertiefen, weil wir da an einem sehr sensiblen Punkt sind. Die Soziologen Bernhard Giessen und Robert Seifert sagen dazu, ich zitiere, gerade weil uns die kollektive Identität grundsätzlich verschlossen ist, ist sie uns permanent zur Aufgabe gemacht. Die Lehre erzwingt beständiges Wiedererzählen und die individuelle Auslegung der kulturellen Mythen macht uns alle zu fabulierenden Wesen. Viele dieser Geschichten und Fabeln, die Menschen erfinden, haben aber etwas mit Lüge und Selbstlüge zu tun, mit Aushalten und Nicht-Aushalten. Andererseits wissen wir, dass die Lüge immer destruktiv ist für sich und für andere. Wie überwindet sich das in einem Europa, wie auch in einem Deutschland, mit so vielen persönlichen Fabeln und Mythen und mit so viel kollektiv-historisch-politischen blutigen Fabeln und Mythen, die reingewaschen werden wollen. Das ist ganz ernst. Ich merke, in mir gibt es so einen kleinen Widerspruch. Gerne. Nein, ich bin ganz vorsichtig. Ich bin nicht sicher, ob wir als individuelle Menschen nur mit Wahrheit leben können. Aber wer spricht von nur, Herr Thiersen? Nein, nein. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie jetzt unterbreche, aber Sie machen das zum zweiten Mal, indem Sie sagen, der Mensch hält das Schwierige nicht aus, er braucht auch das andere. Meine Erfahrung mit diesem Land ist, dass es eine enorme Energie gibt, das Schwierige zu verdecken und das andere herzustellen. Also Sie haben mich leider meine Bemerkung ist, und ich versuche es noch einmal deswegen ja auch für alle auf den Tisch zu legen, bei allem Verständnis für Verdrängung, bei allem Verständnis auch die eigene Verantwortung, Schuld oder Scham, die wir auch privat und persönlich mit uns tragen, nicht vor uns immer wieder zu sehen, ist die Voraussetzung für eine Zukunft, dass wir uns dem einen oder dem anderen mehr stellen, weil sie stellt mich in Frage und ich stelle sie in Frage und ich stelle ihnen Fragen. Und deswegen glaube ich, sollten wir vielleicht mal versuchen, uns den zu stellen. Ich will nur noch mal den Satz vollenden, weil Sie haben mich unterbrochen. Ich habe mit vom Individuum angefangen. Sie sprachen nur von nur. Ja, nein, ob das Individuum. Genau. Wenn ich sage, das bezogen auf das Kollektiv, auf die Gemeinsamen, bin ich ganz Ihrer Meinung. Das wollte ich gerade diesen Unterschied wollte ich gerade nicht. Ich bestehe darauf, dass das Kollektiv aus Individuen besteht, dass das Wir viele Ichs haben und ein Wir nur die Arbeit leisten kann, wenn mehr Ichs sich auf den Weg machen. Das Ich kann sich nicht verstecken hinter dem Wir, zu keiner Zeit. Das Kollektiv und die Gesellschaft ist nicht nur die Summe der Individuen. Nein, aber die Individuen. Es ist ein Geflecht, es ist etwas geschichtlich geprägt, es ist etwas Organisiertes und so weiter und so weiter. Deswegen reicht es nicht zu sagen, also deswegen Gesellschaft frage besteht ich aus Ihnen, Individuen, sondern nein, ich frage viel Ihnen mehr.
Aber das ist doch interessant, warum wir die ganze Zeit, jedenfalls Sie gerade, versuchen, dieses Individuum, ich zu entlasten. Ich versuche, die Gegenrolle zu spielen. Ich belaste das Individuum gerade. Ja, aber das ist doch eine wunderbare gesellschaftliche Bewegung. Wir haben, Sie haben diese progressive, treibende Kraft. Das ist sozusagen, was Sie jetzt beschreiben, dieses Streben, diese Decke zu durchbrechen. Was Sie beschreiben, ist halt irgendwo auch die Beharrungskraft der Psyche des Menschen, die Dinge eben nicht anerkennen zu wollen. Und ich muss immer denken an Luise Reddemann und diese vielen Bücher über Traumata oder auch die Mitscherlichs, womit sie dann durchkamen und wie sie nicht durchkamen. Also ich glaube, wir müssen auch, wir sind natürlich intellektuelle Wesen, aber es gibt auch, und ich finde absolut Ihren Anspruch richtig, so wie Sie sagen, es ist das, wo wir kollektiv intellektuell hin müssen, zivilisatorisch, und da darf man auch keine Kompromisse machen. Gleichzeitig haben wir es mit lebendigen Wesen zu tun. Und nur wenn wir verstehen, wie sich sozusagen das in den, sagen wir mal, auch Trauma in den Körpern absetzt. Ich rede jetzt nicht von fundamental Rechtsextremisten und Menschen, die, aber es gibt eine in jedem Menschen ein, was sie Lüge nennen, ist ja die Frage von vorhin. Weißt du, wer du bist? Ist ich der andere? Ich glaube, es gibt so viele Schichten, wo wir alle uns der andere sein müssen, um vielleicht eine Phase lang zu überleben. Und es wird die Aufgabe einer Gesellschaft sein, dass immer Leute kommen und bohren und andere werden es abwehren. Und das ist aber für mich auch der vitale, spannend ist vielleicht gemeint, aber ich finde es auch spannend als Bürgerin, zu sehen, wie gehen wir damit um, mit den Wunden, mit den Verhärtungen, mit den Verkrustungen, mit der Angst mancher Menschen, ihre Traumata aufzubrechen, Schuld zu empfinden, auch das, was wir eben nicht wollen. Auf der anderen Seite diese Wahrheitskämpfer, die sagen, Moment, da kommen wir aber, Moment, wir haben hier Verantwortung und da wollen wir hin und da kommt ihr nicht raus. Und vielleicht ist das auch sozusagen diese Dynamik die wichtigste für die Zukunft dieser Demokratie, dass das aber auch nicht kaputtgeschlagen wird, weil dann wird hier einfach zugemacht. Also ich glaube, unser Spannungsfeld im Moment ist, wie kommen wir zu diesen Wahrheiten und nehmen immer mehr Menschen mit, ohne dass auf der anderen Seite alle zumachen, weil sie das, die Verneinung ist halt manchmal eine Überlebensstrategie. Und ich kann niemanden da herauspressen. Aber dann finde ich es interessant, wenn die Abwehr sich auch in Körper eingeschrieben hat, dann sind wir, und wenn wir von Verstehen reden, dann geht es um Empathie. Auf jeden Fall. Und die Empathie gibt es ja in zwei Versionen. Einmal die kognitive und einmal die emotionale. Und ich habe das Gefühl, da wir in einem Land leben, also ich kenne nur Deutschland, deswegen spreche ich von hier, in dem ganz viel Ratio zählt. Emotion wird ja auch einer Weiblichkeit zugeschrieben. Das ist man besser alles nicht. Also sind wir rational, objektiv, neutral. Aber alle sind wir emotional. Ich bin meiner Veranstaltung eingeladen, da geht es um Politik und Emotionalität. Und ich denke mir, ja, darüber müssen wir sprechen, über emotionale Empathie. Denn die würde es uns ermöglichen, das zu fühlen, was der andere fühlt, nicht nur zu verstehen, was der andere fühlt, weil wir verstehen immer ganz viel und dann berufen wir uns auf, aber das ist mir zu viel, das kann ich nicht, da bin ich traurig, das verletzt mich und so weiter. Ich kann Menschen verletzen, ich kann Fehler machen und ich kann sie mir eingestehen. Ich bin Teil eines größeren Ganzen und wir haben ja schon festgestellt, wie viele Identitäten wir mitbringen. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass ich andere verletzen kann, dass ich das nicht beabsichtige, dann kann ich doch vom anderen auch erwarten, dass er dieses Gefühl mitbringt. Ja, ja. Aber das funktioniert in Deutschland nicht. Wir machen Opfer, wir sprechen von Betroffenheiten, wir sagen, die sind zu emotional. Und auf der anderen Seite entschuldigen wir uns mit Dingen wie, das ist Scham, das ist zu viel, das ist die Abwehr, das ist verständlich. Und da kommen wir tatsächlich nicht weiter. Das genügt mir nicht für das Verstehen. Ich denke, wir müssen einen Schritt weitergehen. Und der heißt auch, die Karten auf den Tisch legen. Und offener und ehrlicher erzählen und sich die Blöße geben, wie Sie vorhin gesagt haben, diese eine Geschichte mehr, ohne sozusagen Tränen zu vergießen, weil man in sich etwas trägt, was man nicht weiß, woher man die... Ich stimme Ihnen ganz zu, wenn das immer wechselseitig gilt. Also wenn man das nicht immer sagt, das, was Sie von dem anderen erwarten oder verlangen, es gilt ja immer wechselseitig. Da bin ich ganz einfach dran. Und in bestimmter Weise ist das ein Gegenargument gegen Herrn... Weil ich ja immer auch sagen wollte... Wir agieren nicht nur mit dem Kopf. Hemmnisse sind noch ganz woanders und über die verfügen wir als Individuen nicht vollständig. Während wir bezogen auf die Gesellschaft, da müssen wir sie zum Gegenstand der öffentlichen Arbeit machen. Ich sag mal, das wichtigste politische Buch meiner DDR-Biografie, ich übertreibe nur leicht, ist ein Buch von Václav Havel gewesen, ein kleines Rowold-Bändchen, Versuch in der Wahrheit zu leben. Das hat mich damals sowas von berührt, weil er uns... wie mir unsere
Opportunismus, unsere Anpassung, unsere Ängste, unsere Peinlichkeiten erzählt hat. Aber er hat es sozusagen auf eine so selbstkritische, existenzielle Weise erzählt, dass er nicht so, sondern es war die Anklage gegen die, die uns zu einem solchen Verhalten zwingen oder verführen oder veranlassen. Sind wir ganz vorsichtig. Also der Versuch, in der Wahrheit zu leben, der Versuch. Haben Sie Diskriminierungserfahrungen? Es kommt darauf, in welchen Kontexten man mich fragt. Im Fernsehen habe ich keine. Das ist so ein Diskurs, den ich persönlich ungern führe. Da fühle ich mich immer so ein bisschen so, als hätte ich eine Selbsthilfegruppe aufgemacht. Ich glaube, dass Menschen Tendenzen haben, Menschen Dinge zuzuschreiben, die man selber nicht möchte, und dass es abwertende Wege gibt. Und ich glaube, dass kein Mensch, der in Deutschland eine Minderheitengeschichte hat, das irgendwie nicht erlebt hat. Aber das ist interessant, weil ich meine, wir reden gerade jetzt auf der einen Seite, wie schwer es ist. Jetzt kann man ja auch von den Wunden reden. Jetzt scheint es aber auch schwer zu sein, über die Wunden zu reden. Ich erlebe, seit ich hier lebe, Diskriminierung. Es kränkt mich, es verletzt mich. Es macht mir, wenn Sie mich nach Identität fragen, unmöglich, das Wir zu Deutschland zu sagen. Weil wenn ein Teil dieses Landes dauernd zu mir sagt, du bist außerhalb, dann ist das alles sehr schwierig und es verärgert mich und es ist etwas, was in meinem Leben als eine Belastung auf mich wirkt, mit der ich eigentlich gar nichts zu tun habe und die damit mein Leben erschwert, ohne dass ich irgendetwas eigentlich damit zu tun habe. So, jetzt habe ich Ihnen erzählt, was ich für Diskriminierung habe und habe noch gar nicht angefangen. Nein, Sie haben nur erzählt, wie Sie sich fühlen. Gar nicht jämmerlich, sondern wie Sie sich fühlen. Sie haben nicht eine Diskriminierungserfahrung erzählt, Sie haben erzählt die Folgen Ihrer Diskriminierungserfahrungen. Aber ich bin da ein bisschen bei Herrn Thierse. Sie werden mich jetzt nicht verführen, zu viel zu erzählen. Ich wollte Sie erstens nicht verführen. Ich ahnte übrigens auch nicht, dass meine Frage eine solche Schwierigkeit zur Beantwortung führt. Deswegen habe ich es mal so versucht, wie es meine Lebenserfahrung ist. Und ich will noch mal hinzufügen, wenn ich das alles erzähle, das ist für mich jetzt wichtig in meinem Wer bin ich, dann sage ich ganz klar, das ist euer Problem. Ihr beschwert mein Leben damit. Aber ich habe damit unmittelbar weder was zu tun, noch ist es etwas, was mich vergiftet. Aber ihr verändert mein Leben dadurch. Nun könnte man genau, wo wir hier jetzt alle zusammensitzen, das ist so, als würde man sagen, Ossi, und man weiß ganz genau, es ist nicht eine Ortsbezeichnung nur gemeint oder Wessi oder was auch immer. Deswegen frage ich noch mal in die Runde und nicht Sie alleine. Was sind das für Erfahrungen, die man macht und was macht das mit dem Wer bin ich? Vielleicht, ich sage nur, warum ich das nicht tue. Wir leben in einem Land mit einem öffentlichen Diskurs und da bin ich eher so, dass ich sage, ich will den nicht führen, weil jede Diskriminierungserfahrung kommt auf den Marktplatz der Bewertungen von vor allem Menschen, die keine haben. Und dann wird es heißen, ist das jetzt so schlimm genug, dass du dich diskriminiert fühlen musstest, oder ist das nicht eigentlich was ganz Normales? Aber was interessiert mich, was diese Menschen... Das ist fremdbestimmt. Es ist überhaupt nicht fremdbestimmt. Was interessiert mich, wie Menschen das rezipieren? Es gibt etwas, was ein schöner Begriff, der letztes Jahr als ein Hashtag herauskam, der spitzt es noch ein bisschen zu. Der Hashtag hieß Rassismus-Porno. Und diesen Rassismus-Porno. Rassismus-Porno. Und zwar nicht mitgekriegt. Ja, das sozusagen als ein Hashtag. Und er steht dafür, dass Menschen mit Rassismus, Diskriminierungserfahrung, also in einem bestimmten Spektrum, Stichwort migrantisierten Rassismus, wir würden rein theoretisch migrantisierten Rassismus erfahren oder den antischwarzen Rassismus, der seit Black Lives Matter 2020 ja zum ersten Mal wirklich in seiner eigenen ständigen Form diskutiert wurde. Und dass Menschen müde sind, immer Einzelbeispiele. Also du, weißt du, mir ist das passiert, als ich die Wohnung gesucht habe, mir passiert. Ah, weißt du, mir ist das passiert, als ich im Fußballstadion saß und das Wort fiel, mir passiert. Immer wieder zu erzählen, als ob es das braucht, damit du, der das nicht erfahren hat, da gehe ich mit, glaubst, dass es so ist, um dann zu bewerten, wie schlimm es ist, damit du dich wieder besser fühlen kannst. Und das war der Stopp. Wir erzählen euch diese Geschichten nicht mehr und gleichzeitig ist es wichtig, sie zu erzählen. Aber dann ist die Frage sozusagen, damit ich es dir beweise, der oder diejenige, die du keine Erfahrung machst, oder dass ich es für mich als eine Art Empowerment tue. Und dann drehe ich es um. Und Empowerment bedeutet ja Selbstbestärkung. Das heißt, ich bestimme jetzt, was ich erzähle, wie ich es erzähle, wann ich es erzähle. Aber Fakt ist,
Bei mir zum Beispiel, ich könnte jetzt sagen, es gibt eine andere Erzählung von Diskriminierung, die ich erfahre, seitdem ich was erfahren habe? Ein Bildungsaufstieg, quasi. Aus einem angestellten Arbeiterhaushalt kommen, studierend, in den Medien arbeitend als Journalistin, ein Klassenaufstieg hinter mir. Da sind mir viele Dinge, kann ich mir ersparen. Ein großes Thema, wenn wir vorhin über Kapitalismus und Ost- und Westdeutschland reden, wir müssen über Klasse reden, wir müssen über die Verbindungen reden, wenn wir über Identitäten reden. Mir geht es heute definitiv besser als mit 20, was meine Erfahrung angeht, weil sich bestimmte Leute auch nicht mehr trauen würden, bestimmte Dinge zu tun oder es hinter meinem Rücken tun. Geht es Ihnen besser, wenn Sie nicht wissen, dass die Leute... Ich weiß es ja sowieso. So, deswegen, wir reden nach der Werbung über diese Befindlichkeit, weil ich nicht mehr hören muss, was hinter meinem Rücken gesagt ist, weil ich auch... Das ist ja eine Frage auch von, wer bin ich? Die soziale Klasse. Ja. Und im Kapitalismus oder in der sozialen Marktwirtschaft ist das eine besondere Auffrage. Wo befinde ich mich in Bildung und in Einkommen? Darüber diskutieren wir gleich nach der Werbung. Wer ich bin, wird auch verhandelt in der Gesellschaft, in der ich lebe. Und wir sind in Deutschland. Und ich würde sehr gerne an uns alle die Frage stellen, was ist eigentlich Deutsch? Und welche Identität ist deutsche Identität? Darf ich zuerst oder wer? Ja, gerne. Ich gebe gerne Sie ab. Nein. Sie haben mich nur so nett angesehen. Ich weiß nicht, ich kann eben mit diesen Klischees, mit denen ich vorhin auch schon gespielt habe, ich kann sehr viele deutsche Klischees benennen und ich mag auch spielen mit Klischees. Wenn wir aber ernsthaft fragen, was ist Deutsch, dann sind das für mich schon teilweise Debatten, wie wir sie auch heute führen, mit der Ernsthaftigkeit zu führen, dass wir das eben in diesem Land, Sie waren der Bauherr des Holocaust-Denkmal. Also für mich ist es Deutsch, dass egal welche Debatte ich führe, ich weiß, ich führe es in der Gesellschaft, die für diesen Holocaust verantwortlich ist. Für mich ist das Deutsch dieses Gewicht und diese Form der öffentlichen Aufarbeitung. Für mich ist auch Deutsch der Anspruch in so vielen Formaten, auch wenn Sie meinen, wir machen davon wenig, aber ich finde es viel, sich in so vielen Wegen darüber zu vergewissern, was Deutsch ist, was nicht Deutsch ist. Dieses, für mich ist Deutsch, wenn ich aber etwas auch Positives sagen kann. Auch die Erzählung, dass wir oft das vergessen, was es an Positivem ist. Also Deutsch ist für mich am Ende auch ein Land gewesen, in dem es Erfolgsgeschichten gab von Einwanderern. Wir haben ja vorhin über Einwanderung geredet, von Generationen von Einwanderern, von meiner Elterngeneration. Ein Land, das vielfältiger geworden ist, das immer mehr Menschen Heimat wird, auch mit all seinen ganzen Kämpfen, Heimat oder Nicht-Heimat als Begriff. Aber Deutsch ist für mich eigentlich, also was ich als Deutsch erlebe oder was ich vermisse, wenn ich weg bin aus Deutschland, wäre eben das so ernst zu nehmen, dieses Auseinandersetzen mit der eigenen Identität, mit der Verortung und auch in den kleinsten Handlungen mögliche Auskünfte darüber zu haben, wer wir sind. Und vielleicht empfinde ich auch Deutsch noch diesen Verfassungspatriotismus. Das ist für mich was sehr Deutsches, eben vielleicht auch manchmal aus Angst vor anderen Dingen. Aber diese Liebe zur deutschen Verfassung, die viele haben, ist für mich auch etwas sehr Deutsches. Das sind ja die schöneren Seiten. Also ich finde, das könnten wir jetzt hier die ganze Sendung über was ist Deutsch machen. Aber tatsächlich manchmal auch eine gewisse Schwere, die ich in solchen Diskursen finde, naturgemäß, ist was Deutsches, was ich aber auch dann letztlich so verinnerlicht habe, dass es mir in anderen Ländern dann manchmal fehlt. Also dass ich verlebe diese Form der Diskursführung in ihrer Heftigkeit, in ihrer Komplexität, in ihren Extremen, in ihrer Präzision auch als sehr deutsch. Reicht die Anerkennung des Grundgesetzes, Sie sprachen sogar von Liebe und Gesetzestreue, Staatsbürgerschaft, um Deutscher oder Deutsche zu sein? Denn diese Frage habe ich in unzähligen Essays immer wieder rezitiert, weil ich dann immer die Frage stelle, was ist Deutsch, wie sieht Deutschsein aus? Und ich finde zum Beispiel, dass das Deutschsein an ein bestimmtes Aussehen gekoppelt ist, noch immer in den Köpfen vieler Menschen. Und dieses Aussehen ist weiß. Ich komme in dieser Erzählung nicht vor, bis heute. Und dass ich nicht vorkommen kann, obwohl, und jetzt wird es so komisch, wenn ich sagen würde, aber meine Herkunft, das, was in mir an Vorgeneration ist, ist das, was
sich über Jahrhunderte, als beziehungsweise so lange gibt es Deutschland ja noch gar nicht, diesen deutschen Nationalstaat. Ich gehöre sozusagen in diese Blutslinie. Wir haben sogar ein Staatsbürgerschaftsrecht, das sich darauf aufbaut. Ich bin Passdeutsche von Geburt an, eine weiße deutsche Mutter. Also, und trotzdem würden Menschen wie ich nie deutsch sein können. Das heißt, wir haben ein rassifiziertes... Wer entscheidet das? Ja, eine Gesellschaft entscheidet das, die einen Rassismus lebt, eine Rassifizierung vornimmt, tatsächlich. Weil das ist die Erlebnisse, die ich mache, die mein Sohn ja noch machen darf, obwohl dieser jetzt in der nächsten Generation, wir können das über den Begriff Migrationshintergrund ausdeuten, wo Binationalität, ich benutze diesen Begriff jetzt einfach mal, oder Biracial, wie man es in den USA beschreibt, eine Negativnote hat. Und das führt mich dazu, dass wir wieder zu diesem Punkt, dass wir über vieles nicht gesprochen haben, nämlich das Deutschsein, was es heute bedeutet mit Einwanderungsgeschichte, mit Vielfalt, die übrigens nicht erst, wie ich kürzlich hörte, dass manche Menschen denken, sie habe mit den Gastarbeitern begonnen. Wir haben eine Geschichte von Sinti und Roma, von jüdischem Leben. Wir haben auch schwarzes Leben in Deutschland über hunderte Jahre gehabt. Wir hatten Bewegung. Wann ist diese Geschichte nicht mehr erzählt worden? Wann gab es diesen Cut und wie wurde fortgesetzt, die Erzählung nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat das Deutschsein sich verändert, was es vorher gab. Und ich finde das wichtig, weil nur aus dieser Erzählung heraus können wir hinkommen zu einem neuen Verständnis von Deutschsein, in dem Menschen wie ich vorkommen können. Und wir haben diese Diskussion jetzt zum Beispiel in der Fachkommission der Bundesregierung. 2 Jahre haben sie jetzt darüber beraten, wie man jetzt hier Integrationsfähigkeit besser bedienen könnte und zum Beispiel den Migrationshintergrund abzuschaffen. Seit 2005 steht er in der Kritik, weil er sollte den Ausländer ersetzen, um etwas zu beschreiben, um dann festzustellen, dass das, was man heute beschreiben will, dass man nicht weiß, wie lange man es noch beschreiben soll und ob es Sinn macht, das so zu beschreiben. Und das alles an einem Begriff, unter dem so viele junge Menschen stigmatisiert werden und nicht deutsch sein können. Also Sie sehen, das ist so ein großes Themenfeld, das Deutschsein. Und viele finden sich darin nicht wieder. Der falsche Nachname. Nicht nur eine Hautfarbe, ist ja in Deutschland immer noch ein Thema. Sind Sie wirklich Deutsche? Kommen Sie aus Deutschland? Und Sie haben es gerade erwähnt, ich meine, dieser Migrationshintergrund ist ja in der dritten Generation immer noch nicht aufgehoben. Ich frage mich, wie viele Generationen muss man in Deutschland geboren sein, auch wenn man einen Namen trägt, der nicht Meier oder Schulze heißt, um dann unauffällig zu sein. Wo finden Sie oder wo würden Sie Deutschland den Zustand in dieser Frage einordnen? Vielleicht bin ich da sehr kalt. Also, dass ich mich interessiert tatsächlich, weil meine Eltern sind Gastarbeiter gewesen und hatten keine Bürgerrechte. Also deswegen habe ich auch Verfassungspatriotismus benannt. Mich interessiert, ob man mir hier die Bürgerrechte gibt. Also mich interessiert, ob ich deutsche Staatsbürgerin bin. Und ich glaube, ich bin schon so, dass ich, bevor ich deutsche Staatsbürgerin wurde, vieles von dem so verhandelt habe und die Mehrheitsgesellschaft auch immer entscheiden habe lassen, bin ich deutsch, habe ich Migrationshintergrund oder nicht. Mhm. Weil ja davon auch abhing, ob ich davon morgen irgendwann einen deutschen Pass kriege, als die CDU dann auf dem in Frankfurt, glaube ich, der Koch die Unterschriften gesammelt hat. Das war mein allererster. Gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Wo kann man hier gegen Ausländer unterschreiben? Genau. Gegen solche wie mich. Furchtbarer war das Vorgang. Damals. Mhm. Ich war frisch im Studium und ich war Arbeiterkind und ich war bei der Ausländerbehörde, nicht bei den Deutschen. Und plötzlich kam dieses Ding. Und ich wusste, wenn ich aber eines Tages diese deutsche Staatsbürgerschaft habe, würden die nicht mehr festlegen, ob ich deutsch bin. Und deswegen bin ich schon Fassungspatriotin, weil dieses Land gibt mir alle Rechte, wie jedem anderen, der hier... Und ich weiß, es gibt kulturelle Zuschreibungen, es gibt Diskriminierung, es gibt Abwertung, man zahlt einen Preis dafür, natürlich. Aber da bin ich schon so, ich darf hier erstmal alles. Ne? So wie jeder, der deutsch ist mit deutschen Vorfahren. Und ich kämpfe dann auf meine Art für eine Welt und ich versuche von da an die Welt auch so zu sehen, wie was für mich deutsch ist. Also ich möchte nicht mehr so, wie du jetzt sagst, sagen, das ist nicht das Deutsche. Für mich ist jemand wie Sie deutsch. Ja. Und ich auch. Aber es ist also doch interessant, dass die nächste... Ja, ich möchte nur, darf ich es kurz zu Ende sagen, ich will einfach nicht mehr immer einer früheren Mehrheitsgesellschaft, die aber auch immer geringer wird, den Blick auf mich und meinesgleichen so dermaßen zugestehen als Autorität, dass mein Blick auf mich und andere so quasi immer nur das Gegenteil sein kann. Also zugespitzt habe ich gesagt, ich möchte es, dass es so weit wird, dass man eben sagt, Inshallah ist jetzt ein deutsches Wort, so wie Portemonnaie es heute ist. Ja? Also die Dinge werden sich ändern, die Dinge werden sich zum Deutschen
verwandeln und das Deutsche hat eben jetzt einen Nachnamen, der auch Marinic heißt. Ich finde, oder eben Haruna oder ich finde, eben Thierse. Aus einer individuellen, aus einer biografischen, selbstbestärkenden Perspektive finde ich das auch vollkommen legitim. Ich glaube aber, dass was wir ja beobachten, ist eine, sind junge Generationen, die überhaupt auf dieser Ebene überhaupt nicht diskutieren mehr möchten. Also ich mag man mich als zweite Generation, die ich mich nie als solche wahrgenommen habe. Ich bin nicht dankbar, man braucht mich nicht integrieren. Das ist alles nicht meine Biografie. Richtig. Kann man alles an mich... Aber man muss es ja auch nicht sein. Nein, muss man, aber ich... Ja, gut. Aber wir reden trotzdem immer noch von Integration. Und wir reden hier ist ein Begriff, den Sie ja auch politisch kennen seit Jahrzehnten. Übrigens, manchmal denke ich mir, wie schafft man es, Herrn Gauland und Herrn Höcke zu integrieren? Aber das ist jetzt kein Aperçu. Das ist kein Aperçu. Weil die Integration, so wie ich es gelernt habe, will ja eigentlich den Respekt vor der Verfassung und ihren Werten und Gesetzestreue. Aber ich will trotzdem darüber mit Ihnen diskutieren, weil es auch gerade angesprochen wurde. Was ist das eigentlich, wenn wir dauernd über Integration reden? Was ist das eigentlich? Also, wenn wir es ein bisschen runterhängen. Also erstens wird, man muss sich ja erstmal immer auf Termini einigen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen kann man sie nicht sofort in Frage stellen, sondern man braucht sie. Das ist ein Handwerkszeug in bestimmter Weise. Jetzt will ich nur noch sagen, die erste und wichtigste Antwort auf Ihre Frage, was ist Deutsch? Die Frage danach zu stellen. Das ist das verflucht Deutsche. Die Frage. Interessante Dialektik. Nein, aus der Affäre können wir uns damit doch nicht ziehen. Nein, aber so verliebt und zu warum sein. Ist es verflucht? Ich glaube, dass sich jede Nation fragt, was ihr. Es gibt Gründe, langwirkende historische Gründe und schlimme Gründe, warum die deutschen Selbstzweifel an sich viel größer sind. Die Unsicherheit. Also das wollte ich nur sagen. Die Aufladung der Frage. Ja, und die Aufladung, all das gehört halt. Das wollte ich nur sozusagen mit diesem ersten Punkt sagen. Und natürlich würde ich, wenn ich gefragt werde, sagen, ich liebe die eigene Sprache. Man studiert nicht folgenlos Germanistik, nicht? Und so. Die Vertrautheit der eigenen Geschichte, die Vertrautheit der Kultur, in die man hineingewachsen ist, etc. Das gehört dazu, wenn mich gefragt wird, was ich als mein Deutschsein empfinde. So. Und dann sage ich, nichts Besonderes, aber doch etwas Bestimmtes. So schlicht und vorsichtig würde ich es beschreiben. Aber jetzt zum Terminus Integration. Ich habe mal versucht, für mich eine einfache Formel zu finden, damit man es nicht so ideologisch und wer weiß was auflädt. Und da habe ich gesagt, Integration hat das Ziel, Menschen, die hier leben, die zu uns gekommen sind und die zu uns kommen, ihnen die Chance zu geben, heimisch zu werden. Ich versuche ausdrücklich einen menschennahen Terminus zu verwenden. Und heimisch werden und heimisch sein heißt, die gleiche Chance zur Teilhabe an den wichtigen öffentlichen Gütern des Landes zu haben. Also an Bildung, an Arbeit, an soziale Sicherheit, an Kultur und an Demokratie, um 5 Dimensionen zu nennen. Die Chance zur Teilhabe an diesen öffentlichen Gütern. Das heißt, heimisch werden können, heimisch sein können. Das Heimische verändert sich mit jedem Menschen, der kommt, mit jedem Menschen, der geht. Aber Sie verstehen, was ich meine. Aber Entschuldigung, aber das politische Setting spielt doch eine Rolle. Und die Integrationspolitik hat von Assimilation gesprochen. Das ist ein wichtiger Punkt, den man mit aufzählen müsste Jetzt werde ich Sie noch mal ein bisschen provozieren. Also das Heimischsein heißt doch, da gehe ich nur davon aus, dass wir alle das Bedürfnis haben nach Beheimatungen, zu Hause, nach Zuordnungen. Weil wir nicht ständig in Fragestellung, in Fremdheit... Ja, was meine Beheimatung ist, möchte ich jetzt nicht von irgendeiner bereits vorhandenen Definition. Nein, ja, das aber ist, ich will es nur ergänzen. Ja, ich habe doch gesagt, in Bildung, in Kultur, in Arbeit, all das... Aber das nennt sich ja Partizipation und Teilhabe. Ja, Ich würde gerne kurz hier die Nadel... Also es ist ein bisschen Luftballon, weil wenn wir ehrlich sind... wenn wir ehrlich sind, ist der Integrationsbegriff ja schon seit 2012 passé. Genau. Also es ist nicht mal Thomas de Maizière, als er noch Bundesinnenminister war, hat ernsthaft noch von Integration gesprochen. Also dass wir überhaupt noch, das ist manchmal meine Furcht vor dem Diskurs, weil der Diskurs teilweise der Politik hinterherhinkt. Ja. Das heißt, sogar unsere Verwaltungen und Behörden sind progressiver als Teile unserer Diskurse. Mhm. Wir haben in Sachen Integration, das ist so ein bisschen so ein Schimpfwort, weil man das
der Kohl hatte das so allen ein bisschen eingetrichtert. Daran kann man messen, ob es ein guter oder ein böser Migrant ist. Ne? Ist er gut integriert, ist er es nicht? Aber das wusste man schon 2010. Und da war es eigentlich ein Interesse, Deutschland als Wirtschaftsstandort attraktiv zu machen. Man hatte das Gefühl, die klugen Köpfe gehen nach Kanada, gehen in die USA. Sie wollen aber nicht nach Deutschland. Unser Ruf international war so bedingt gut. Wir hatten sehr harte Gesetze, um Arbeitsmigration zu ermöglichen. Und damals hat sich schon die Politik überlegt, wie geht sie damit um? Und hat versucht, diesen Begriff eigentlich aus dem Behördendenken ein Stück weit zu ersetzen. Deutsch ist nicht unbedingt real. Nein, er ist gar nicht so real. Es gibt ja eine ganze Generation, die schon sagt, desintegriert euch, also die ihn schon mal dekonstruieren will. Dann gibt es eine nächste Generation, die lebt auch überhaupt nicht so, als müsse sie sich integrieren. Man spricht inzwischen, auch wenn es um Fördergelder geht, man kriegt nicht Fördergelder für Maßnahmen mit dem besten Beweis für Integration, sondern für den für Maßnahmen, die gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern, die diese, was Sie sagen, die eben auch die Frage stellen, wie integriere ich Leute mit extremen, autoritären Gedankenmuster in das demokratische Denken. Also doch integrieren. Jetzt benutzen Sie das Wort selber. Aber nicht mehr Migrationsintegration. Das Integrieren geht jetzt um die Frage, wie integriere ich Menschen in demokratische Strukturen? Also wie bringe ich die Spielregeln der Demokratie allen gesellschaftlichen Schichten bei, allen ethnischen Minderheiten, innerhalb derer sich... Ich sehe da einen ganz großen Paradigmenwechsel, der vom Diskurs teilweise negiert wird. Und ich finde es auch gefährlich. Also ich bin anderer Meinung, weil wenn man den politischen Betrieb anschaut, dann ist dem leider nicht so. Ich nehme das nicht so wahr. Demokratiefördergesetz wäre das, was Sie ansprechen, ist nicht durchgekommen. Wenn wir haben den... Jetzt aber im Moment... Ganz kurz. Das ist ein... Seehofer ist dafür mit den Sozialdemokraten, seine Fraktion ist verrückt. Das ist das eine. Aber das andere ist, gucken wir uns den x-ten Integrationsgipfel an, dann kommen Organisationen wie die neuen deutschen Organisationen, die ja dieses Selbstverständnis haben, nichts Kultur, nichts Integration, wir haben ein partizipatives Teilhabeselbstverständnis, aber das ist ein Außenphänomen im politischen Diskurs, wenn ich ins hessische Ministerium gucke, überall die Begriffe, es gibt jetzt erst die Debatten darüber, Begriffe zu ändern, weil das immer noch Arbeitsgrundlage ist. Es gibt viele ist. Kommunen, die das schon längst abgeschafft aber haben. Es mag aber ja es sein, dass formal, juristisch und das, verwaltungstechnisch und das, diese Begriffe nicht mehr verwendet sind, aber sie werden hier. Im Diskurs verwendet. Und sie werden auch von Mitarbeitern verwendet. Aber wir können sie doch jetzt gerade nicht verwenden und damit nach vorne gehen. Aber darf ich mal eine retardierende Überlegung bringen? Die können Sie mich jetzt gleich schlachten. Ich schlachte niemanden. Weil ich sage, wer in diesem Land lebt, wer in dieses Land gekommen ist und wer in dieses Land kommt, kommt nicht in ein leeres Land, sondern in ein Land, das alltagskulturell geprägt ist, das hochkulturell geprägt ist, das geschichtliche Traditionen hat, das wichtige Erinnerungen hat und sie auch pflegt. Das religionshistorisch geprägt ist, das christliches Abendland politische ist immer Strukturen noch gern hat, verwandt. Das politische Strukturen hat, das eine Verfassung hat, also auch Werte zu leben versucht. Das ist es. Und wenn ich dann sage, die hier leben, auch die Idioten von rechts, diejenigen, die herkommen, sollen sich in dieses Geprägte integrieren, einfügen, einleben. Wir bieten ihnen das an, denn da ist ja auch Gutes dabei. Stichwort zum Beispiel Verfassung und so weiter. Wir bieten das an. Eignet euch das an, lebt dort hinein. Und dafür hatten wir traditionell diesen Begriff Integration. Ich denke, das kann doch kein falscher Gedanke sein. Also dann will ich Ihnen erzählen, wo ich das Problem zum Beispiel sehe. Ich will mich nicht einleben in ein christliches Land. Damit fällt nicht, Moment, das ist das, was man anbietet. Das sind die religiösen Feiertage, das ist das, worauf auch im politischen Diskurs rekrutiert wird. Ich will gar nicht mit diesem Begriff christlichen Abendland noch mal kommen, aber das ist zum Beispiel eine Konfliktsituation, wo Menschen, die Muslime sind oder Juden sind oder noch andere Religionen haben, dann gesagt bekommen, na ja, aber das ist dann doch das, wo ihr herkommt. Ja. Und da würde ich dann doch ein bisschen dann wieder einfach das Salz in die Wunde streuen. Wir brauchen das jetzt gar nicht über den Begriff zu verhandeln. Mir geht es ja darum, solche Begriffe zu hinterfragen. Aber
Jetzt klingt das schon anders. Jetzt ist es nicht mehr nur die Verfassung. Das war jetzt ein bisschen 80er Jahre, was jetzt hier so von sich gegeben hat. Naja, das ist die Frage. Sehen Sie, diese Einschätzung würde ich gern von uns gemeinsam annehmen. Ob das die 80er sind oder das Jahr 2021, oder das Jahr das würde ich gerne noch mal auf den Tisch legen. Wie weit denn Ihre Wahrnehmung die Dynamik des Realen, des mehrheitlich Gewinnenden ist, oder ob da sehr viele ganz andere Elemente eine Rolle spielen, ob man jetzt eine andere Hautfarbe hat, eine andere Religion hat, nach dem Motto, wir sind alle gleich, aber Moment mal, also wer sind wir denn wirklich? Ich finde es interessant, weil ich finde es schon wichtig, wir haben ja verschiedene, ich sage mal, Migrationsbewegungsdebatten über die Jahre gehabt. Und als ich 2006 mein Studium beendet habe, mit dem Schwerpunkt Migration, war ein anderes Deutschland, ein Deutschland, das, als ich Journalistin wurde, mir gesagt hat, also Migration ist nicht, kann kein Fachgebiet sein, das interessiert im Journalismus nicht viele. Das ist die Ausgangslage. Es gab den ersten Integrationsgipfel kurz zuvor. Man hat noch gar nicht verstanden, dass man Einwanderungsland ist. Das war gerade kurz vorher beschlossen worden. Das ist so ein kurzer Zeitraum. Dann 2015. Die große, in Anführungszeichen, Krise, die bewusst gemacht hat, dass man so vieles nicht aufgearbeitet hat, besprochen hat, um dann Menschen immer noch zu integrieren in ein Konzept, das nicht gemeinsam besprochen wurde, weil es diese Grundlage nicht gab. Ist es jetzt Assimilation? Ist es Einbahnstraße? Wir haben lauter Phrasen dafür. Und am Ende des Tages, 5 Jahre habe ich begleitet, jedes Jahr in der Stadt Frankfurt, die Arbeit mit geflüchteten Frauen. Wie wird sie gemacht? Was für Projekte gibt es? Und da gebe ich Ihnen recht, da hat sich etwas verändert, weil man gemerkt hat, unsere Konzepte passen nicht. Die Menschen, die kommen, haben andere Bedürfnisse. Sie sind nicht anders als wir. Es gibt die sogar schon. Die sind ja schon mal gekommen. Aber die Welt hat sich geändert und auch ihr Bedürfnis nach Partizipation, weil es andere gab. Und nichts passte mehr. Wir haben keine Politik, wir haben keinen Namen und wir haben keine gute Politik. Wir haben eine Wissenschaft, die viel vorgibt, aber die Politik ist Jahrzehnte zurück, was die Forschung angeht. Ja. Haben wir die Politik hat ein Wording von den 80er Jahren, ja, möchte ich eben auch nicht mehr reproduzieren. Das verstehe ich auch. Weil meine Generation, wir reden ganz anders darüber. Es gibt ganz viele Menschen, für die ist es überhaupt kein Thema mehr. Die Jüngeren, die wachsen auf in Klassen mit 67%. Und ich möchte nicht sozusagen rückwirken noch mal die nächsten Generationen. Aber Sie erleben Rassismus. Damit wir jetzt hier nicht harmonisieren. Kategorie. Moment, genau, wir erleben Rassismus. Ja. Und gibt es strukturellen Rassismus in diesem Land? Unglaublich viel, ja. So, und das betrifft die 18-Jährigen wie die 88-Jährigen, die mit irgendeinem anderen Namen, mit einer anderen Markierung in diesem Land leben. Ja. Aber es gibt die einzige statistische Grundlage, ist der Migrationshintergrund. So, deswegen will ich nur sagen, es gibt Rassismus. Und dann erleben wir ja, weil diese Diskussionen dann doch ihre Grenzen haben, jeder auch aus seiner persönlichen Biografie, dann erleben wir ja immer wieder solche Explosionen. Lassen Sie uns über eine ganz aktuelle, die heute aktuell ist, reden. Ich will das erstmal journalistisch, nachrichtlich uns allen noch einmal vergegenwärtigen. Nur sofort zum Rassismus. Wir erleben den Rassismus auch, wenn wir integriert sind. Also klar. Der Rassismus hat eben nichts zu tun mit, der hat nichts mit dem, zu, genau. mit dem. Wir müssen nicht mal Migranten sein, um Rassismus zu erfahren. Also, darf ich das mal anders sagen? Sie können sich integrieren. Richtig, diesen furchtbaren und deswegen, Begriff zu nehmen, wie viel Sie wollen. Genau. Sie werden trotzdem vom Rassismus nie anerkannt werden, als jemand, der dazugehört. Richtig, und deswegen würde ich es auch trennen. Sozusagen, es gibt keine Leistung, die zu erbringen wäre, um Rassisten von ihrem rassistisch Sein abzuhalten. Deswegen ist Integration als Begriff absurd. Einfach absolut. Einverstanden? Ja. Ja, und ist Integration als Begriff in diesem Sinne konstruktiv oder eher problematisch, Herr Thierse? Nein, ich kann ihn für konstruktiv halten, auch nach wie vor. Da überzeugen Sie mich nicht. Ich will auch sagen, natürlich gibt es Rassismus, aber man muss genauer sagen, was man mit strukturellem Rassismus meint. Wenn ich lese, Weißsein ist der Kern des Rassismus. Herr Thierse, darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen. So, das tun wir nach der Werbung. Und nach der Werbung müssen wir auch, weil das für mich so ein exemplarisches Momentum ist, über das, was heute mit Boris Palmer und diese ganze Komplexität, wir müssen darüber uns unterhalten. Und was Sie eben noch mal gefragt haben, was ist das eigentlich? Gleich nach der Werbung. So, Palmer. Struktureller Rassismus in Deutschland. Ist struktureller Rassismus ein Begriff, mit dem Sie was anfangen können? Ja, der ist definitiv
viele Menschen können es nicht, weil sie gar nicht wissen, was Struktur bedeutet. Es ist ja diese Abwehr so. Wir können Strukturen bedeutet das große Ganze, Institutionen in den Blick nehmen. Wenn man, was bedeutet Struktur? Es sind Abläufe, es sind Wertvorstellungen, es sind Dinge, die man immer so getan hat. Es sind, Struktur ist das, was wir alltäglich machen, Handlungsabläufe. Es ist eigentlich sehr konkret, wenn ich jetzt in den Medienbereich gucke, dann kann ich fragen, wer wird eingestellt, warum, welche Menschen werden nicht gesehen, sind Barrieren dort, das sind alles Strukturen. Und wenn Rassismus in der Gesellschaft da ist, ist er auch in den Strukturen, denn in den Strukturen arbeiten Menschen. Aber das Schwierige ist, zuzugeben, zu sagen, wir gucken diese Strukturen an. Wenn ich also angucke, dass es keine Studie beispielsweise gibt, die untersucht, ob Rassismus in der Polizei beispielsweise stattfindet. Weil ich sage, ich möchte keinen Generalvorwurf an einzelne Polizisten machen. Dann stinkt der, wie sagt man, der Fisch vom Kopf, weil es nicht um den einzelnen Polizisten oder die Polizistin geht, sondern zu gucken, welche Abläufe, welche Strukturen, welche Paragraphen, welche Gesetze könnten da sein, die etwas beispielsweise unterstützen. Das als ein konkretes Beispiel. Ja, es gibt strukturellen Rassismus und wenn man ihn auf den Migrationshintergrund, auf Integration, um da nochmal zu diesem kleinen Beispiel zu kommen, zurückschaut, dann sehen wir, wir haben keine statistischen Größen, um diesen Rassismus, um die Diskriminierung festzustellen. Deswegen können wir auch nicht auf Strukturen schauen, weil die einzige Größe, die wir haben momentan, ist der Migrationshintergrund. Der ist mit einem Stigma belegt und untersucht ja auch dieses Thema gar nicht. Das heißt, ich kann ein Mensch sein ohne Migrationshintergrund, ohne Migrationsgeschichte, weil ich jüdisch, Roma, Sinti, Schwarz, Deutsch bin. Aber ich finde an keiner Erzählung statt. Es passieren Dinge in Deutschland und sie werden nicht erhoben, nicht gesehen. Und so können sie in Strukturen fortleben. Das wäre jetzt meine... Gibt es strukturellen Rassismus in Deutschland und wie erleben Sie ihn? Jetzt nicht eine Einzelgeschichte, sondern politisch gesprochen? Also politisch gesprochen bin ich immer sehr überrascht, dass man in Deutschland sich fragt, ob es strukturellen Rassismus gibt. Denn wir sind alle Teil der Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen messen strukturellen Rassismus, sie messen Fortschritte. Es ist es gibt Lehrstühle, die sich damit befassen. Es gibt wissenschaftliche Publikationen, die das jahrelang studieren. Also ich bin immer ein bisschen überrascht, dass man hier so steht, wie von wegen gibt es Gebäude, die stehen. Also es ist ja Fakt und es ist messbar. Und struktureller Rassismus zeigt sich für mich, natürlich, in einer Demokratie habe ich Institutionen, auf die diese Demokratie aufbaut. Und diese Institutionen sollen ja auch für diese Bevölkerung da sein. Eine Demokratie ist die Herrschaft des Volkes, also sollte das Volk auch irgendwie repräsentiert sein in den Institutionen, die ein Land, eine Demokratie ausmachen. Wenn wir dann sehen, im deutschen Kabinett beispielsweise, nehmen wir mal, gab es ja nicht mal bei der Auswahl damals eine Person mit ostdeutscher Biografie, bevor es nicht öffentlichen Aufschrei gab und sagte, Moment mal, immerhin der Beauftragte für den Osten Deutschlands sollte vielleicht biografisch aus dem Osten kommen. Dann ist es ein Indikator dafür, dass die Strukturen auf dem Weg zur Macht auf eine Art selektieren, dass Menschen mit bestimmten Biografien dort nicht hinkommen. Naja, Thierse war Bundestagspräsident, Angela Merkel ist jetzt seit 16 Jahren Bundeskanzlerin. Gauck war Bundespräsident. Ich habe jetzt freundlicherweise die Ostdeutschen genommen, weil sie sich da schon teilweise hingearbeitet haben. Aber im letzten Kabinett gab es außer Angela Merkel... es gibt zum Beispiel keine Menschen mit Migrationsgeschichte gibt es nicht. Gibt es und da wollte ich ja im nächsten Schritt hin, aber ich wollte zum Verständnis der Deutschen ohne Migrationsgeschichte erstmal anhand der Integration in die Machtstrukturen Ostdeutsche zeigen. Und genauso geht es um Menschen mit Migrationsgeschichte um andere ohne Migrationsgeschichte, um Diversität. Wie divers sind unsere Strukturen? Es gab von der OECD eine Studie beispielsweise, die der deutschen Verwaltung bescheinigt hat, im internationalen Vergleich eine der homogensten Strukturen zu haben. Das heißt, die Diversität der deutschen Städte, wir sprechen von Stuttgart, hat 25% Menschen mit Migrationsgeschichte in der Stadt, aber in den Verwaltungen lagen wir bei 4%. Ist ein klarer Indikator vor strukturellen Rassismus, denn es gibt Ausschlussmechanismen, Bewerbungsverfahren, Duktus und so weiter, die Leute ausgeschlossen haben. Also struktureller Rassismus sind messbare Dinge. Also wie viel Zugang hat jemand zum Gesundheitssystem? Gibt es Sprachbarrieren? Kümmert sich verwalterisch denn jemand um die Verbesserung solcher Zugänge und so weiter? Und struktureller Rassismus ist auch im Bundestag repräsentiert. Sie waren mal Bundestagspräsident. Hätten Sie sich je träumen lassen können, dass die stärkste Oppositionspartei im Deutschen Bundestag eine Partei ist, ich nenne sie Partei des Hasses, des Antidemokratischen? Das ist mit der
zukünftigen wahrscheinlichen Wiederwahl keine Eintagsfliege, sondern ein Teil des strukturellen Parteienprofils. Ja, natürlich hätte ich mir das nicht vorstellen können. Das ist auch ein entsetzlicher... Viel auch aus Ostdeutschland. Ja, gerade. Das ist, ne, dann nochmal dasselbe Problem. Es hat in Ostdeutschland noch ein spezifisches Gesicht und Gewicht. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Ich stimme ganz zu. Wir müssen über alles reden, was messbar ist, was skandalös ist, was diskriminierend ist, was wir Rassismus nennen. Mein Einwand gegen den Begriff struktureller Rassismus ist folgender. Nicht, dass ich bestreite, dass es solche Strukturen gibt und Vorurteilsmechanismen und was alles darunter gefasst werden kann, sondern dass diese allgemeine Formel sozusagen ihm etwas Unentrinnbares verleiht. Etwas Allgegenwärtiges, Ubiquitäres. So ist es doch. Ja, aber es ist weltweit über Jahrhunderte und es wird auch immer so sein. Es ist etwas, womit wir uns als Gesellschaft... Aber deswegen müssen wir doch lernen, einen Umgang damit zu finden, damit die Zukunft uns nicht schrecklicher wird. So konkret wie möglich. Aber was ist denn Ihr Problem damit? Nein, ich sage noch einmal. Das ist doch erstmal, Sie erheben doch auch bei Straßen, wo es besser ist, wo die Verkehrsflüsse laufen. Warum ist es denn gerade bei Rassismus so ein Problem des strukturellen Rassismus? Also ich sage nochmal wiederholen, wenn ich lese, Weißsein ist der Kern des Rassismus, oder wenn ich lese, Rassismus gehört zur DNA unserer Gesellschaft, dann reagiere ich da. Aus meiner DNA kann ich nicht aussteigen. Darf ich Sie was fragen? Mein Weißsein kann ich nicht verlassen. Evolution, aber das ist ja jetzt in Deutschland, der Rassismus ist ja ein globales Thema, aber auch eben hier. Ja. Und er hat hier seine... Wenn Sie das mit Weißsein, seine Farben. Aber was bedeutet denn für Sie das Weißsein? Ich würde es wirklich, Herr Thierse, das ist mir wirklich eine wichtige Frage. Ich habe bewusst gesetzt. Das Weißsein ist zunächst einmal wiederum etwas, was ich mir nicht ausgesucht habe. Ja, ich habe mir mein Schwarzsein auch ausgesucht. Aber ich werfe Ihnen doch nicht vor, dass... Aber ich Ihnen auch nicht. Doch, indem Sie sagen, Weißsein ist Kern des Rassismus. Aber wer hat das gesagt? Da wir gemeinsam Rassismus für etwas Verwerfliches und zu Überwindendes halten. Er ist negativ besetzt. Herr Thierse, Sie genau haben... Genau dieser Zusammenhang. Und dann komme ich mit einer ganz einfachen, menschlichen Erfahrung. Mhm. Ja, vielleicht können Sie die teilen. Mhm. Je mehr ich einen Menschen angreife, je frontaler ich ihn auch moralisch kritisiere, umso mehr geht er in Abwehrstellung und umso weniger ist er bereit zu selbstkritischer Reflexion und zur Korrektur. Gebe ich Ihnen vollkommen recht. Diesen Mechanismus habe ich im Kopf, wenn ich sage, es gibt sozusagen eine bestimmte Redeweise im Sinne des Strukturs, der ihn zu einem unentrinnbaren Schicksal macht. Während ich sage, wir müssen jeden... Ich bin zum Beispiel dafür, halte es für einen Skandal, dass der Seehofer eine Studie über die Polizei abgelehnt hat. Mhm. Weil wir müssen genau sagen, was da passiert. Nicht die allgemeine Vermutung über die Polizei hilft, sondern zu sagen, das und das ist da der Fall. Und so geht das für jeden Fall. Also die konkreten gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeiten analysieren und sie zum Gegenstand der politischen, der Aufklärung, der politischen Bearbeitung und der Überwindung machen. Und jetzt möchte ich, aber das wäre mir wichtig, weil es ist richtig, was Sie sagen, Abwehr führt zu gar nichts. Aber ich glaube, Sie haben das Weißsein nicht verstanden. Weißsein ist kein Angriff an eine weiße Person. Ich greife meine eigene Mutter, wenn ich sie weiß nenne, nicht an. Wenn ich vor meiner Mutter Weißsein benenne, meine Mutter ist weiß, dann fühlt sie sich nicht angegriffen, weil sie verstanden hat, dass Weißsein eine Lebenserfahrung ist. Lassen Sie mich kurz erklären. Es ist der Unterschied, der ist, wenn meine Mutter sich eine Wohnung sucht und wenn ich mir eine Wohnung suche. Es ist der Unterschied, wenn meine Mutter auf die Behörde geht und wenn ich auf die Behörde gehe. Es ist der Unterschied von White Privilege, weißes Privileg, so wie ich ein Privileg habe, ganz wichtig, ich habe nämlich auch eins, dass ich gut Geld verdiene, dass ich einen Bildungsaufstieg hinter mir habe, dass ich auf dieser Seite der Welt geboren bin und nicht im Land meines Vaters, der in Afrika ist, in Ghana. Das ist mein Privileg. Kennen Sie Ihre Privilegien? Und wenn man sie kennt, sind Sie sich dieser Privilegien bewusst und wissen Sie, was es für die andere Seite bedeutet. Und der alte weiße Mann steht nicht für meinen Opa, der, Gott hab ihn selig, der gestorben ist, sondern er steht für die feministische Seite, Mann, männliches, Machtstrukturen, deswegen reden wir über Feminismus, Frauen, Gleichberechtigung, dafür steht der Mann. Das Weißsein steht für einen Vorteil, ein Privileg, nicht für die Persönliches, das Aussehen, darum geht es überhaupt nicht. Und alt in
im Sinne von, jüngere Menschen wurden schon immer gerne als unwichtig. Man sieht das, wenn wir über die Klima, Greta und so weiter, die wissen alle nichts, die Jugend weiß es nicht. Das sind alles Symbole für Machtstrukturen, nie persönlich. So, jetzt noch mal, zu sagen, jetzt noch mal, ich möchte es noch ein bisschen komplizierter machen. Ich habe nämlich auch ein Problem mit dem Satz. Ja, ja, ich denke es. Weil weiß sein, ich würde sagen, die deutsche Migrationsgeschichte der Gastarbeiter war in weiten Teilen eine weiße Migration. Und trotzdem waren viele von Rassismus stark betroffen. Es gab einen Rassismus gegen Menschen aus Polen, es gab einen Rassismus gegen Russlanddeutsche, es gab einen Rassismus Jugoslawen damals. Also wir empfanden, wir sind Weiße. Und diese komplexen Vorgänge sind für mich tatsächlich in solchen Sätzen auch nicht wiederfindbar. Aber und ich weiß, dass es dann immer erklärt wird, das Weißsein ist die Machtstruktur und so weiter. Das ist ein gedanklicher Überbau, der funktioniert, aber er hängt mich persönlich ehrlich gesagt ab. Und ich finde es auch unfair gegenüber einer Migration in Deutschland von vielen Weißen. Auch Juden sind doch auch viele Weiße. Also es gibt eben sehr viele, ich würde sagen, Trafficking sind heute viele bulgarische Frauen aus Osteuropa. Die sind Sklavinnen für Sexarbeit. Es gibt sehr viele Menschen auf diesem Planeten, die weiß sind und genauso heute in rassistische oder ausbeuterische Strukturen gekommen sind. Aber und diese Reduktion auf diese doch für mich sehr... Es beschreibt Probleme, die sind da, und es beschreibt Machtverhältnisse, die bekämpft werden müssen. Es bringt Dinge auf einen Punkt, die polarisieren in so viele Richtungen und machen in alle Bereiche Irritationen. Und ich halte es im Moment, gerade auch in Deutschland, wo dieses Wording aus den USA... Aber Weißsein ist kein... It's the whiteness, it's the critical whiteness. Es sind alles transferierte Diskurse aus den USA. Und trotzdem kann man viel davon lernen, aber ich finde es einfach unfair. Gerne, Zeit. Unfair und auch wirklich, ist auch sehr sensibel, weil ich will da niemand verletzen oder irgendwann was wegnehmen. Aber ich erlebe das auch immer auf Twitter, dass jetzt inzwischen Leute kommen, wenn Leute polnischen Hintergrund haben oder Russlanddeutsche, kommen jetzt deutsche Linke, die jetzt über POC-Debatten gelernt haben und erzählen denen, hey, warum bist du dich an? Du hast gar keine Rassismuserfahrung, du bist ja ein Weißer. Also diese Diskussion, die Diskurse sind im Moment so vehement und sie rollen sich aus wie ein Teppich, aber wir sind noch diverser, als dass wir mit dem Diskurs allein fertig werden. Aber damit bin ich total... Und solche plakativen Sätze machen ihn nicht leichter. Ich weiß gar nicht, am Ende des Tages ist es ein Feuilleton-Problem, vom alten weißen Mann zu sprechen, da bin ich ganz ehrlich, weil wenn man sich wirklich mit Rassismusforschung auseinandersetzt, dann weiß man, dass migrantisierter Rassismus ein ganz wichtiger Punkt ist, der im Mainstream nicht besprochen wird. POC, das Migrantisierte, die sogenannte Migrantifa, die aus weißen migrantisierten Menschen besteht, sich POC nennt, weil es keinen Begriff gibt für das, was sie beschreiben. Aber viele nennen sich nicht POC. Ich würde gerne an diesem Punkt versuchen, da ein bisschen an einem Beispiel zu arbeiten. Weil, es hilft ja nicht. Wir können uns in Abstraktionen und in Begriffsanalysen... das ist auch schwierig. So. Ich will an einem Punkt mal all diese Fragen des weißen Mannes, des nicht weißen Mannes einen Augenblick zurückstellen. Weil eins ist real, egal wie wir es bezeichnen. Es gibt im Rahmen der vielen Diskriminierungssituationen eine Diskriminierung von Menschen mit einer dunklen Hautfarbe. Das nennt sich antischwarzer Rassismus. Und die ist heute aktuell an einem Beispiel. Und über dieses Beispiel möchte ich mit Ihnen nachdenken. Ich will es noch mal für alle Zuschauer und Zuschauerinnen und für uns einfach noch mal von der Faktenlage diskutieren. In einer WhatsApp-Nachricht, die Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann am Dienstag, den 4. Mai, also vor wenigen Tagen, wie er sagt, wohl versehentlich an den ebenfalls früheren Nationalspieler Dennis Aogo verschickte, fragte Lehmann, Zitat dieser WhatsApp, ist Dennis eigentlich ein neuer Quotenschwarzer? Wir kennen die Fragen der Quoten auch bei Frauen. Deswegen nehmen wir das nur mal als Thema. Ich war auch mal der Quoten-Ossi. Also nochmal, ist Dennis eigentlich ein euer Quotenschwarzer? Vor das Fragezeichen war ein Lach-Smiley gesetzt. Aogo arbeitet seit seinem Karriereende beim
PTV-Sender Sky als Fußballexperte. Nächstes Kapitel. Aogo veröffentlicht die Nachricht bei Instagram. Das löste einen Proteststurm aus. Lehmann entschuldigt sich. Aogo nimmt die Entschuldigung an. Doch damit ist es nicht vorbei. Lehmann verliert seinen Posten als Aufsichtsrat bei Hertha BSC. Der Sender Sky und Sport 1 verkünden, dass Lehmann nicht mehr als Studiogast mitmoderieren kann, denn das sei ein offenkundiger rassistischer Vorgang. Während der Live-Übertragung am 4.5. der Champions League Party zwischen Manchester City und Paris Saint-Germain am Dienstag, also vor wenigen Tagen, hat Denis Aogo wiederum über die Leistung des Guardiola-Teams wortwörtlich gesagt, Zitat, es ist einfach unglaublich schwer, sie zu verteidigen, weil, davon gehe ich aus, sie das trainieren bis zum Vergasen. Nach Informationen der Bild hat sich Aogo am Donnerstag vor 3 Tagen entschieden, seine Expertentätigkeit beim PTV-Sender Sky vorerst ruhen zu lassen. Auch Aogo entschuldigt sich für die Aussage, lässt aber seine Expertentätigkeit ruhen. Jetzt mischt sich gestern Boris Palmer ein und sagt, die beiden seien Opfer der Cancel Culture geworden. Als ihm in der Kommentarspalte bei Facebook dann Rassismusrelativierung vorgeworfen wird, reagiert er mit einem Kommentar. Zitat, der Aogo ist ein schlimmer Rassist. Er hat Frauen seinen Endpunkt, ich versuche das nicht zu zitieren, angeboten. Letzter Punkt, Annelena Baerbock sagt, die Äußerung von Boris Palmer ist rassistisch und abstoßend. War das, was Palmer da gesagt hat, rassistisch und abstoßend? Es war eine nicht verifizierte Facebook-Nachricht, die man nicht zurückverfolgen kann, außer auf irgendeinen russischen Account. Und er wusste, dass es fake ist. Das könnte man noch ergänzen. Genau. Palmer wusste, dass diese, was er zitiert, dass das nicht verifiziert. Das ist wahrscheinlich eine möglicherweise eine. Ja. Das hat er auch gesagt. Ah ja, das verschärft die Sache nochmal. Ja, genau. Deswegen habe ich es noch gedacht, ich ergänze es noch zur Schönheit der Geschichte. Man kann es mit der allerneuesten, ich will das nur ergänzen, Palmer gibt an, jetzt in der Welt am Sonntag, die in wenigen Stunden jeder lesen kann, er trete, Zitat, mit dem Stilmittel der Ironie, einen Schwarzen zum Rassisten zu erklären, den abstrusen Provokationen des Users entgegen. Das N-Wort und die Anspielung auf Aogos Penis habe er aus einem Kommentar auf der Facebook-Seite von Aogo übernommen. Kenntlich machte Palmer das Zitat nicht. Also, um es mal konkret zu diskutieren, was ist das? Ist das Cancel Culture? Ist das eine überaufgeregte Gesellschaft? Ist das Rassismus? Was ist das, was wir hier haben? Herr Thierse. Also Cancel Culture ist es nicht. Cancel Culture ist was anderes. Wenn man Leute, mit deren Meinung man nicht einverstanden ist, gerade weil sie einen richtig ärgert, sozusagen ausschließen will, aus einem Diskurs, an Vorlesungen hindert oder an Er behauptet, man würde Cancel Culture. Deswegen das nicht, weil das die beiden, zunächst mal die beiden Fußballer, Ex-Fußballer, zunächst mal ganz vorsichtig, extrem verfehlte Äußerungen gemacht haben und dafür kritisiert und Konsequenzen zu tragen haben. Also zu Recht aus Ihrer Sicht. Ja, ja, so zunächst mal. Ja, da kann man noch übersehen, ob man das wieder aufheben kann, die Reaktion, wie gewichtig sie ist. Nachdem, wie Sie jetzt das alles vorlesen, auch noch mit dieser Ergänzung, ist die Äußerung von Palmer noch mal gewichtiger. Oder, um es alltagssprachlich zu nennen, ausdrücklich schlimmer. Weil sie sozusagen bewusst ein altes rassistisches Klischee aufnimmt, verwendet und eben nicht kenntlich macht, dass es um Satire und Ironie geht, was auch nicht hilft. Auch wenn Künstler, wie wir gerade erlebt haben, etwas unter Satire und Ironie machen, aber eine politische Botschaft damit verkünden, habe ich das Recht oder möglicherweise sogar die Pflicht, auf diese politische Botschaft politisch zu reagieren. Da hilft mir gar nichts der Kunstvorbehalt, der ja immer gilt. Die Ist das eine rassistische Äußerung? Und deswegen sage ich ausdrücklich, diese Äußerung halte ich für rassistischer als die beiden anderen, die in einem anderen Zusammenhang passiert sind. Übrigens,
bei dem Sportreporter, ich bitte das zu bedenken, in dem Tempo der Redeweise ist ein altes, entsetzliches Wort vorgekommen. Ich entschuldige damit, ich will nur den Unterschied zwischen den beiden äußern. Damit relativiere ich nichts, sondern in der Bewertung wird man immer auch den Zusammenhang berücksichtigen. Aber Palmer ist mir vollkommen unverständlich, wie der sonst im vollen Bewusstsein dessen, was er tut, das tut. Aber ist das Rassismus? Ja, natürlich. Also egal, ob er es jetzt, der Unterschied zwischen den beiden ist für mich, die beiden, denen ist es so erstmal passiert und bei Palmer ist es Kalkül. Ja. Und politisches Spiel mit Medien, mit Themen, mit einer Landschaft. Und er spielt es da. Mir widerstrebt immer, ehrlich gesagt, über Boris Palmer so zu reden, weil er ist für mich jemand, er hat eigentlich als Politiker lokal seine Meriten. Ja, hat er. Und gleichzeitig ist er so einer, der würde am liebsten jede Nacht hier durch die Druckerpresse laufen, damit am nächsten Tag sein Gesicht auf den Titelbildern sieht. Das ist sein Thema. Aber genau, wenn ein Oberbürgermeister in Deutschland sowas sagt, ob er jetzt Boris Palmer heißt oder jemand anders, dann was ist das, wenn er das sagt? Das ist Rassismus. Ja. Er ist ja auch kein Comedian. Ich wusste nicht, dass Herr Palmer für satirische Einlagen bekannt ist. Aber es geht ja bei Palmer auch nicht um... Also ich frage mich, selbst wenn ich es, also er weiß ja genau, was er tut, selbst wenn er es in Anführungsstriche gesetzt hätte, hätte er ja, sein Tabubruch ist ja schon allein das N-Wort auszuschreiben, mit diesem Klischee zu spielen. Und er will die Diskussionen dazu und er will am Ende hier als Opfer dastehen, damit er sagen kann, seht ihr, man darf hier einfach nichts mehr sagen und hier gibt es eine Cancel Culture, hier gibt es eine Meinungsdiktatur. Und es ist jetzt ein sehr schwieriges Unterfangen, mit diesem ganzen Prozess umzugehen. Mir wäre am liebsten, dass er jetzt erstmal hier dabei säße, weil er ist nicht dabei, dass er eine Stellung nehmen dürfte. Das finde ich eigentlich trotzdem legitim. Das hat er schon. Es ist die ganz aktuelle Stellungnahme, die wie gesagt jetzt in der Welt am Sonntag ist. Er sagt, das alles sei ein Zeichen eben, dass man in Deutschland, wie Sie es andeuten, sofort stigmatisiert wird. Und ich zitiere, er trete mit dem Stilmittel der Ironie den obstrusen Provokationen des Users entgegen. Ja, das hilft nichts. Und weigert sich, diese Etikettierung anzunehmen und findet das relativ typisch für unsere Diskussionskultur. Aber man kann ja schon erkennen, dass er unter... Ich darf das vielleicht noch mal hinzufügen, weil Sie es fragen. Mhm. So steht es, also jetzt schon lesbar. Ich kann Ächtung und Existenzvernichtung wegen angeblich falscher Wortwahl niemals akzeptieren. Das beschädigt den Kern der liberalen Demokratie. Das sagt ja nicht nur er. Sie haben zu Recht eben ein anderes Narrativ angesprochen. Man kann ja in Deutschland nicht mehr sagen, was man will. Erstens sagen alle, was sie wollen. Und zweitens ist die Frage, nicht kann man das sagen, sondern wie ist die Reaktion? Also Dieses Sich-Opfer-Sein ist ja nicht nur bei ihm so. Ist das Rassismus oder nicht? Natürlich ist es Rassismus. Ich würde noch mal gerne fragen, das ist ja ein Stilmittel. Er spricht nicht nur über das Stilmittel, sondern das Interessante an diesem Rassismus ist, dass wir mal wegkommen vom Thema Sprache. Die ersten beiden Beispiele, da kann man ganz klar sagen, das eine ist antisemitischer Sprech und das andere ist rassistischer Sprech. Punkt. Fertig. Also wir brauchen nicht darüber zu diskutieren. Die Intention, die Lage, das Gefühl, aus welchem heraus, am Ende egal. Man kann dann noch fragen, wie wurde reagiert? Wurde der Fehler eingestanden? Ohne Aber. Ich finde das nämlich auch relevant. Ah ja. Entschuldigung, Aber oder Entschuldigung, Punkt. Zwei Unterschiede. Fehler müssen erlaubt sein. Wir machen Fehler, wir sind Menschen. Die Frage ist, neben wie gehen wir mit den Konsequenzen um? Und dann kommt Herr Palmer, der scheinbar mit der Cancel Culture ein Geschäft machen möchte, nimmt das auf die Plattform. Man könnte auch fragen, Cancel Culture, wer wird denn gecancelt? Wir können doch alle machen. Wer sind die Gecancelten? Die Gecancelten sind die, die jetzt das Problem haben, dass wenn sie etwas tun, dass etwas passiert. Und diese Aushandlungsprozesse der Lautstärke des Wies, da kann man fragen, zu rigoros, zu laut, zu hart, zu... Ja, aber das ist ein Zeichen einer gesellschaftlichen Transformation, dass das jetzt passiert, was früher einfach immer ging. Und die immer gemacht haben, denn das ist nichts Neues. Also diese Art der Sprache, solche Arten, das ist so normal, wenn ich dieses N-Wort, wie ich weiß nicht wie viel Mal, in welchen Kontexten... Und jetzt kann man nichts mehr sagen, Fragezeichen... Man kann alles sagen, aber die Reaktionen sind
unterschiedlich und es ist wie ein Shift auf die andere Seite und im besten Fall kommen wir dann in ein Pendel in der Mitte an und da wäre es dann so, dass man sich überlegt, wie Frau Wagenknecht, Frau Maischberger sagte, dass man sich überlegt, was man in der Öffentlichkeit sagt und sie sagt, es ist ja ein Unterschied in der Öffentlichkeit oder privat und dann Frau Duschime, die darauf konterte, sagte, naja, aber man müsse sich schon überlegen, ob es wirklich ein Privat für bestimmte Menschen gibt und natürlich gibt es ein Privat für bestimmte Menschen, weil es keiner mitbekommt. Aber wenn das Privat sich nach öffentlich kehrt, dann gibt es halt heute Reaktionen. Und damit muss man leben. Ja. Sie haben das ja auf eine andere Art und Weise erlebt. Gar nicht vergleichbar. Also ich will nur ausdrücklich sagen, das ist eine eindeutig rassistische Äußerung. Ich wollte nur den Unterschied zu den beiden Fußballern machen, dass das in einen anderen situativen Zusammenhang kommt. Die Bedeutung eines Wortes gehört, hängt ja auch immer vom Kontext ab. Deswegen, ein Wort ist ein Wort. Ja, nein, aber ja, die Bedeutung, dass diesen Kontext geht, nur darum ging es, dass ich das anders etwas vorsichtiger bewerte als diese direkte und brutale rassistische Äußerung. Da ist gar nichts zu deuteln. Außerdem ist ein Unterschied, dass ich einem, jetzt hätte ich beinahe gesagt, dass ich einem Fußballer vielleicht auch etwas weniger Sprachmächtigkeit zu erwarte. Ah. Aber ich geschenke. Jetzt werde ich unruhiger. Ja. Nein, aber von einem Fußballer erwarte ich zunächst mal, dass er gut Fußball spielt. Aber nur das ist gemeint. Rassismus ist Rassismus auch beim Fußballer. Ja. Moment. Ja, und Antisemitismus genauso. Ja. Moment. So habe ich es aber nicht gemeint. Nein, ich weiß. Aber ich wollte es nur noch mal hier in den Raum geben. Das ist keine Frage, ob man studiert hat, dass man den Rassisten... Bei den beiden Fußballern unterstellt, dass es eine weniger kalkulierte Äußerung ist. Aber das ist egal am Ende des Tages. Aber ich glaube, wir müssen als Gesellschaft vielleicht schon, als kleine hier Vierergesellschaft, meine ich, mal kurz schon uns klären, wie wir da hingekommen sind. Weil ich glaube, das verstehen gerade viele nicht. Ja, das stimmt. Denn wir haben einen Bundeskanzler Kohl gekannt, der hat damals, als die... Familie Gentsch, ihre Beerdigung nach diesen Anschlägen und rechtsextremen Anschlägen, hat er ja gesagt, er geht nicht mal zur Trauerfeier, er habe Besseres zu tun. Also wir waren im öffentlichen Diskurs gewohnt, Politiker zu hören, die... Das war bei Schröder auch nicht anders. Er hatte eine sehr schwierige Beziehung zu... Ja, aber wir haben eine Tradition von Politikern, die eben mit diesem Status, Macht und was auch immer, solche Rhetorik etabliert in haben. In Sachsen wird immer erzählt, bis vor wenigen Monaten, es gibt keinen strukturellen Rechtsextremismus, es gibt keinen Antisemitismus. Also wir haben ja auch die Leugnung sogar des Phänomens. Ja, das heißt, wir müssen im Moment auch mal gucken, wie sind wir an den Punkt gekommen, dass es im Moment Konsequenzen gibt, denn dass jetzt Lehmann und Awogo da diese Position verlieren, das ist schon ungewöhnlich für ein Land, das dem so viel zugemutet wurde seitens der Politik. Und gleichzeitig würde ich da schon gerne fragen, ob das hätte sein müssen. Ich würde das gerne fragen, ob das wirklich in Zukunft jeder quasi, der einen Fehler macht und sich entschuldigt, gehen muss, ist das sozusagen, wie wir mit öffentlichen Menschen umgehen werden und ob ich wirklich, ich finde Öffentlichkeit ist wirklich kein einfaches Geschäft. Oder, ich wünsche mir das nicht, dass das richtig, so ist. Ich wünsche mir das nicht und ich wünsche mir auch nicht, dass jemandem abspricht, dass er ein Recht hat, noch eine private Meinung zu haben, nicht rassistische. Aber wir müssen schon sagen, es gibt eine private Sphäre von Menschen. Ich glaube, wir dürfen das den Leuten nicht wegnehmen. Das habe ich aber nicht in Abrede gestellt. Und ich habe auch gar nicht meine Meinung kundgetan, ob ich das jetzt richtig finde, dass sie nicht mehr bei Sky sind oder nicht. Mir ist es wichtig, es auf einer Metaebene zu betrachten, was gerade passiert. Und wir haben eine Bewegung, die spricht von Cancel Culture. Und die ist auch genauso laut wie auf der anderen Seite, die Shitstorms vermeintliche auslöst, weil sie sagt, schaut dahin und übernehmt Verantwortung. Und sagt nicht, Entschuldigung, aber. Und ich finde es interessant, weil von diesen Beispielen haben wir gerade unzählige. Sie laufen unter dem großen Schlagwort Identitätspolitik. Und ich versuche eher zu analysieren, was passiert gesellschaftlich. Ja, das würde ich auch verstehen im Moment, damit wir dem Phänomen ein bisschen näher kommen. Genau. Weil das ist der Kernschmerzpunkt, mit dem Palmer hier spielen kann, gesellschaftlich. Da gehe ich total mit. Und er spielt es aus. Genau, und er geht noch weiter. Das ist ganz spannend. Also die Grünen in Baden-Württemberg haben mit großer Mehrheit beschlossen, dass ein Parteiausschlussverfahren stattfindet. Sie kennen das mit dem Kollegen Sarrazin in der SPD auch. Also es ist nicht die erste Partei, die solche Heldenprovokateure in Anführungsstrichen hat. Und jetzt sagt er, ich zitiere,
Er wolle mit dem Stilmittel der Satire aufzeigen, wie heutzutage vollkommen haltlose Rassismusvorwürfe wirklich jedem zum Verhängnis werden können. Denunzianten zerrten das in die Twitter-Welt, beseitigen den Kontext und keine 24 Stunden später hat ein Parteitag im Ausschlussverfahren gegen mich, ein Ausschlussverfahren gegen mich eingeleitet. Und jetzt sagt er, ich werde mich dem stellen und sei es der letzte Dienst, den ich meiner Partei tun kann. Also der wahre Demokrat, der für die Meinungsfreiheit kämpft. Sie haben das ja gesagt, es gibt auf der einen Seite dieses, was wir Cancel Culture nennen, aber ich würde gerne Sie dann noch mal fragen. Meine Erfahrung ist, und nicht nur in diesem Land, aber wir sind nun mal in diesem Land, dass sehr viel, sehr lang, sehr oft gesagt werden konnte, was rassistisch ist, was diskriminierend ist, und es gab überhaupt keine Reaktion. Richtig. Und jetzt erleben wir, dass es Reaktionen gibt. Wir können das unterschiedlich bewerten, ob zu heftig oder nicht. Aber vielleicht kommt uns das so heftig vor, weil wir über Jahrzehnte gar keine Reaktionen hatten und überhaupt nicht mehr dran gewöhnt sind. Ja, du hast etwas gesagt, du bist eine öffentliche Person. In dem Fall reden wir sogar von einem Berufspolitiker. Aber weil Sie das nur angedeutet haben, auch wenn ein Mensch unbewusst seinen Rassismus im Affekt seine laute Stimme vermittelt, bleibt es eine rassistische Geschichte. Ist es in dieser Transformation, in der wir uns ja nicht nur in Deutschland befinden, es gibt ja auch eine politische Auseinandersetzung zwischen das, was wir Populisten nennen und das, was Modernisierung genannt wird. Ist das so ein Beispiel, wie man das einfach jetzt umdreht und alle sagen, wir sind die Opfer, wir sind eigentlich die Freiheitskämpfer, ihr unterdrückt. Oder ist es der Ausdruck von Emanzipation, dass viele Menschen ganz unterschiedlich in ihrer kulturellen und historischen Prägung ihr Gesicht zeigen und sagen, das machen wir nicht mehr mit. Wir sind Deutschland und das geht auch nicht mehr so. Ist es also ein optimistischer Blick, dass sowas passiert oder eher ein skeptischer? Ich bin ambivalent, ehrlich gesagt. Also ich sehe natürlich, also ich finde es kraftvoll und richtig, weil ich auch aufgewachsen bin in Zeiten, wo das nicht so war. Und das beschädigt das Identitätsgefühl von Menschen. Es beschädigt das Gefühl, zu einer Gesellschaft zu gehören. Ich finde auch, dass man gerade junge Menschen besonders davor schützen muss. Aber überhaupt, wir brauchen... Ich frage mich eher, warum das so kommt und warum wir an so wenig anderen Stellen von der Basis aus für diese Aufklärung gekämpft haben, dass wir früher verstehen, was rassistisch ist, dass wir früher verstehen, wie man respektvoll miteinander umgeht und warum wir das jetzt sozusagen an solchen Einzelfällen sehr extrem mit sehr hohem dramatischen Effekt durchkalkulieren und gleichzeitig so dann den Gegnern ziemlich in die Hände spielen. Was Palmer hier macht, ist ein raffiniertes Spiel mit einem Thema. Und es ist emanzipatorisch dahingehend, dass man sagt, Moment, du kannst so nicht mehr reden. Und die Grünen stehen jetzt alle geschlossen da und finden das gut. Heute auf Twitter haben sie sozusagen... Und ich finde schon trotzdem, dass man als Partei sagen muss, wir müssen uns erstmal irgendwo hinsetzen und nicht alles auf Twitter immer gleich verhandeln mit Statements. Mir gefällt diese politische Kultur nicht. Und dann wäre mir wichtig, zu sagen, all die Grünen, die jetzt sagen, nein, Rassismus geht nicht. Und die müssen ja auch wissen, was struktureller Rassismus ist. Die würde ich jetzt auch mal bitten, ihre Landeslisten für die Bundestagswahl anzusehen. Und ob es daraufhin genauso einen Shitstorm gab in den eigenen Reihen, wo sie sich hingestellt haben und sagen, bei den Grünen gibt es keine Ausgrenzungen. Ja? Und für mich ist so manchmal, Boris Palmer agiert hier moralisch verwerflich, weil er spielt mit einer Gesellschaft, mit Themen, wo er als Politiker einfach entweder verantwortungsvoll oder spalterisch agiert. Und er agiert eben spalterisch, statt dass er versucht, Frieden zu... Ich finde einfach, ein Politiker in der heutigen Zeit, in der vielfältigen Gesellschaft, sollte Interesse an einem friedlichen Miteinander haben und nicht an einem spaltenden Miteinander. Daran messe ich, ob ein Politiker gut ist. Und gleichzeitig fokussieren wir haben das Thema Aufmerksamkeitsökonomie, all die Aufmerksamkeit auf sein blödes Facebook-Account, auf sein rassistisches Verhalten, auf seine Schaulust, mit diesem Thema umzugehen. Und die großen, wichtigen Themen, nämlich, dass wir in Baden-Württemberg, die Grünen sind es nämlich, im Kabinett in der zweiten Legislaturperiode immer noch keine Menschen mit Migrationsgeschichte haben, in einem Bundesland, das doppelt so viele Menschen mit Migrationsgeschichte hat wie etwa Berlin, wo wir immer denken, es gibt viele, Stuttgart hat viel mehr Menschen mit Migrationsgeschichte als Berlin. Und diese Grünen haben in sich eigentlich noch so viel Arbeit zu tun,
Und Boris Palmer lenkt eigentlich ab und tut es noch so, als ob er der Partei einen Gefallen tun wird. Und daher ist es eigentlich ein ganz einfaches Spiel, dazustehen und sagen, wir haben Boris Palmers Rassismus auf Facebook vernichtet, also sind wir keine... Also sind wir eine tolerante Partei. Wenn ich richtig verstehe, ist es richtig, dass die Grünen auf Palmer so reagieren, aber es ist trotzdem eher ein Ausdruck von Heuchelei, weil sie in ihrer strukturellen Politik nicht umsetzen, was eine diverse Gesellschaft eigentlich darstellt. Wenn die Gesellschaft richtig, es ist eigentlich so ein Scheinemanzipation. Wir denken, wir emanzipieren uns gesellschaftlich gerade in Debatten und an einzelnen Schaukämpfen, wo auch einzelne Leute massiv politisch Kapital draus schlagen können. Während wir ganz große gesellschaftliche Bewegungen vernachlässigen, weil die Aufmerksamkeit dorthin geht. Und wenn mehr Menschen im Kabinett wären, wenn da ein Schwarzer wäre, wenn da mehr Minderheiten vertreten wäre, Palmer würde anders agieren, weil er mit den Leuten auch in seiner Macht zu tun hätte. Ich gehe total mit diesem Thema und ich würde dann zum Beispiel auf Aminata Touré verweisen, Schleswig-Holstein, ja, auch Grün. Aber allein aber, das genau. eine Person. Nein. Ja. Ich nicht, um sie als Repräsentant oder Token zu nehmen, sondern auf die Inhalte, die sie präsentiert. Aber ich würde gerne weggehen von der Palmer-Geschichte und die Frage der Emanzipation. Das, was wir erleben, ist doch eine Kontinuität. Die ist ja nicht aufgetaucht aus dem Nichts. Wir haben soziale Bewegungen in Deutschland, 60er Jahre. Die Behindertenbewegung, die feministische Bewegung, die Schwulesbenbewegung, die Transbewegung, das ist alles da gewesen. Sie waren leise, sie wurden nicht gehört, sie wurden draußen gelassen. Das waren Strukturen. Das, wenn man soziale Bewegungsforschung anschaut, mussten Schwulen und Lesben für die Anerkennung kämpfen, dass schwul und lesbisch sein kein krimineller Akt ist. Das waren die Kämpfe. Wenn man auf der Behindertenbewegungsebene guckt, 90er Jahre erst Institutionalisierung, das waren alles Kämpfe. Und heute die Social Media Bubbles, die vielleicht problematisch sind im Sinne von so laut und so weiter, das sind die Orte, in denen sie Stimmen formuliert haben, die anknüpfen an das, was in den 60er Jahren passiert ist. Es sind jüngere Generationen in Zusammenarbeit mit Älteren. Ich sehe das an der Behindertenbewegung. Das sind tatsächlich Forschungsfelder. Wenn man sie anschaut, wissenschaftlich, dann erkennt man die Kontinuität. Und ich finde, da sollten wir mehr hinschauen. Also ich schaue auf die Parteienlandschaft und nicht nur auf die Grünen. Denn da ist ja ein großes Stück der Macht, der Gestaltungsmacht, der Repräsentanz, all dessen, was wir fast 3 Stunden diskutieren. Die Vielfalt oder die Einfalt, ja. Wer sind wir, das ja. Fremde. Nennen Sie mir mal eine Partei, Sie kennen sich in der SPD immer noch ein bisschen aus, aber nennen Sie mir mal eine Partei, wo das, was hier gerade angesprochen ist, sich widerspiegelt. Ja, also eine. Erstens will ich noch einen kleinen Nachsatz mir erlauben. Ich würde gerne den Unterschied machen, zwischen dem Satz zu sagen, das ist eine rassistische Äußerung von dem und dem, das ist eine rassistische Äußerung, und nicht so schnell den Satz sagen, der und der ist ein Rassist. Definitiv. Diesen, hat hier keiner gesagt, ja, nein, aber ja. Es ist wichtig. Ja, definitiv. Es, jetzt sage ich auch, dass es solche identitätspolitischen Zuspitzungen gibt, ja. Die weder nicht so sehr auf das Argument schauen, sondern wer es sagt und so weiter. Und das ist sozusagen die Personalisierung, die ich für schädlich halte, gegen die ich mich wehre, weil sie die Atmosphäre aggressiver macht als nötig. Ja? Aber Nazis waren schon Rassisten. Ja, aber also ich finde es schon wichtig, dass wir differenzieren, aber ja, auch nicht immer so. Aber genau so ist es wichtig. Ja, aber natürlich nicht jeder, der eine rassistische Äußerung oder ein Wording nicht kennt, ist gleich XY. Definitiv. Das ist ja das Schlimme am Diskurs. Das war ja nur eine erste kleine Bemerkung. Und zweite Bemerkung, ist meine politische Erfahrung, nicht Wissenschaft. Wenn man etwas für Minderheiten erreichen will, wenn man etwas verändern will in einer Demokratie, dann muss man dafür Mehrheiten gewinnen. Das ist ziemlich mühselig, strapaziös, dauert. Und man gewinnt Mehrheiten nicht so sehr dadurch, dass man sie gewissermaßen frontal attackiert und einem allgemeinen Verdacht aussetzt, sondern da geht es um eine immer auch mühselige Erklär- und Überzeugungsarbeit. Aber das tun doch... Also, wenn man in diese Gruppen schaut, dann tun sie das, haben sie das halt nett getan über Jahre und jetzt gibt es die Jugend und die sagen... Ich bin nicht laut, wenn ich Kritik übe. Nein, Sie haben doch selber aber ich beschrieben, verstehe, das Sie war haben schon selber immer beschrieben, so. Dass sich über die Jahre hin, ja. in denen Sie leben, doch einiges verändert hat.
Und da gilt der demokratische Fortschritt ist eine Schnecke und ihn das zu aber verkürzen zu wollen. Aber wie waren die 68er ihren Eltern gegenüber? Wir haben das ist historische Kontinuität. Aber sie haben etwas erreicht, also dass der Protest in Reformpolitik übersetzt und worden ist. Daran glaube ich beispielsweise, wenn ich in der Transformation, dann gucken einig. Wir nach morgen, wir und werden wir sein. Also ich möchte jetzt den Jugendlichen hier spielen. Unendliche Geduld. Ja, genau. Geht mir unendlich auf den Keks, weil ich nicht unendlich Zeit habe. Genau. 25% der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland, Deutsche, haben den pluralen Hintergrund, den wir beschreiben. Sie sind in den politischen Parteien, sie sind in den Regierungen deutlich unterrepräsentiert. Und ganz ehrlich gesagt bin ich auch ungeduldig, als der Jugendliche hier am Tisch dauernd Rücksicht nehmen zu müssen, dass man die rassistischen Narrative und die Menschen, die sowas vertreten, bitte nicht zu offensiv angreift, weil sie würden unter Umständen zumachen. Sie haben bereits andere Menschen nicht nur zugemacht, sondern gekränkt, gedemütigt mit ihren Bemerkungen. Aber entschuldige, das vielleicht ist... Entschuldigung, Herr, ich muss das so sagen. Nein, aber das lasse ich mir nicht gefallen. Aber das ist sagen nicht der Gegensatz Sie doch die ganze Zeit. Nein, das ist nicht der Gegensatz zwischen uns. Ich bestehe nur auf demokratischen Prozessen. Ich auch. Und nicht auf dadurch, dass man sozusagen autoritär oder revolutionär oder spektakulär. Und deswegen reden wir genau darüber. Aber ein Parteiausschlussverfahren ist ein demokratischer Prozess. Ja, ja. Ja, und wichtig und wie ist man sieht am Beispiel Sarrazins, wie mühselig das ist. Und das ist auch gut so. Ja, ja, unter Rechtsstaatlichem, wie auch kritisiert worden ist, dass es so lange gedauert hat. Und es hat uns unendlich geärgert. So. Aber ich will jetzt etwas sagen. Es hilft ja nichts. Ich wünsche mir, dass auch mehr Vielfalt ist. Aber jetzt geht es darum, wie wird man Kandidat? Wie sind politische Karrieren in diesem Lande? Mit welchen Mühseligkeiten? Wie gewinnt man dafür Mehrheiten und so weiter? Das kann ich nicht nach unseren Regeln auch des Parteiengesetzes gewissermaßen zentral anordnen. Jetzt macht aber da und da. Und natürlich Quoten, da haben wir Frauenquote, jedenfalls bei der SPD, bei einigen anderen. Dann haben wir gesagt, nicht formell, aber wir brauchen mehr junge Leute drin. Ich glaube, das ist jetzt bei den Kandidaten der SPD ziemlich gelungen. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Parteien. Aber ich weiß doch auch aus meiner kurzen Phase drin, dass das immer nur leider Schritt für Schritt geht. Mit der Ungeduld, die man begleiten kann. Aber die Demokratie ist ihrer inneren Natur nach langsam. Das ist einer ihrer Vorteile, weil nämlich nur so möglichst viele sich an ihren Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen beteiligen können. Ein Diktator kann schnell entscheiden, die Zeche zahlen dann immer die anderen. Aber also dieses Plädoyer für die Demokratie und ihre Mühseligkeiten musste jetzt sein. Ja, aber ich bin ja für den emanzipatorischen, ich finde da einen Kompromiss. Ich bin für den emanzipatorischen Prozess, aber mir gefällt nicht nur dieses Laut und Twitter und dann haben wir es. Mir würde gefallen, wie ich auch immer zu diesen Klimabewegungen sage, geht doch in euren Ortsverein zu 50 und wählt die einfach ab und macht ihr das Ding. Ja, also man muss halt einfach auch mal sagen, ich kann Emanzipation nicht immer so, jetzt kommen wir so ein bisschen als so Paareinheiten und dann sind wir ganz laut. Also ich finde, und weil es gerade so ist, kann Palmer sich dauernd als Opfer inszenieren, weil es gerade immer in diesen Spiralen läuft, die dann so völlig hyperventilieren, wird das alles in eine Art in die Öffentlichkeit zu Menschen gespielt, wo ich sage, inzwischen 50% schalten ab. Die haben überhaupt, was wir hier ausdifferenziert haben, da haben mit unserem guten Glück wahrscheinlich 50% keine Lust, weil sie sagen, wir können da gar nicht mehr. Und das ist nämlich ein ganz anderes Problem unserer Demokratie, dass wir den Diskurs langsam so führen, dass ganz viele sagen, ich will damit gar nichts zu tun haben, ich will gucken, wie ich hier nochmal Überleben sichere. Und das ist auch, was ich diesen emanzipatorischen Bewegungen im Moment, ich finde es gut, wenn es diesen Aufschrei gibt, aber warum gibt es den nur bei medial prominenten Phänomenen? Warum gibt es ihn nicht gleichermaßen, außer bei der Klimabewegung, auch bei diesen ethnischen Fragen, als es um das Z-Wort ging in dieser Sendung Die letzte Instanz beispielsweise? Das war richtig und wichtig. Warum hat aber gleichzeitig, es gab nie einen Shitstorm über die 10.000, die abgeschoben wurden jährlich vom Bundesinnenministerium. Also ich habe jetzt die Zahlen nicht da, aber wir gucken nicht mit der gleichen Vehemenz emanzipatorisch, ne? Also es gibt quasi Minderheiten, werden in Asylverfahren abgeschoben, ziemlich rücksichtslos aufgrund ihrer ethnischen Herkünfte. Diese Dinge, wenn ich das google, finde ich 2-3 Artikel von besonders Engagierten. Das aber ist ich der finde Punkt. Eben jetzt, nicht,
die gleiche Wucht der emanzipatorischen Bewegungen, wie ich sie bei Medial. Wenn irgendwas der WDR bringt, was schlecht läuft, dann stürzen sich alle drauf. Und da läuft es aber ganz die kurz, große das Bewegung. Sind doch die Medien. Und ich es sind nicht nur die Medien, es sind auch die emanzipatorischen Bewegungen. Es ist mir schon wichtig, jetzt ganz kurz mal zu schauen, über wen reden wir eigentlich. Also das eine sind medial aufgepuschte, feuilletonistische Debatten, die sich dann drehen um dürfen oder nicht dürfen Fragen und dies und das. Das andere ist zu gucken, was passiert in Social Media, aber das ist auch eine Filterblase. Wie viele Menschen haben Zeit, um in Social Media, wer hat überhaupt Twitter und wer ist auf Instagram? Das ist ein Ausschnitt aus der Gesellschaft. Da aber ganz kurz, da ist ein wichtiger Ausschnitt, ein Treiber. Genau. Ein Treiber in der Transformation, die sehr wohl, sehr ruhig, sehr demokratisch von Institutionen begleitet werden, die sich die neuen deutschen Organisationen und all ihre Dachverbände, die an Dingen arbeiten wie dem Rassismuskabinett, die bohren und bohren, damit ein Demokratiefördergesetz, damit es ein Ministerium gibt für Partizipation und Teilhabe, damit der Integrationsbegriff Tschüss ist. Das alles gibt es und das sind die bohrenden Prozesse, weil politisch alles so lange dauert. Das passiert alles auch. Das ist nur nicht in den Medien, darüber spricht keiner und ich rede über meine Zunft. Das sind aber Dinge, es ist eben auch nicht in diesen empörungsemanzipatorischen Bewegungen, mit denen Palmer hier spielt. Und das ist er spielt ja auch mit einer ganz anderen Bubble und das ist eine Bubble. Die sind eine Bubble und in der Transformation. Er spielt mit der Breite. Er hat die Macht, weil er ist ein Bürgermeister. Aber ich will das trotzdem noch mal aufgreifen. Ihre eigene Geschichte, die ja überhaupt keinen Bezug mit Rassismus hat, null. Sie haben in einem Artikel der FAZ sich geäußert. Sie haben eine, wie ich finde, differenzierte, nachdenkliche Haltung zu eben genau diesen Themen formuliert. Dazu kann man kritisch, nachdenklich, streitig diskutieren. Aber da ist etwas passiert. Sie haben sich also auch über diese Cancel Culture nachdenklich geäußert. Ja, in einem ganz bestimmten Ausschnitt. Ja. Genau, so. Und jetzt passierte Folgendes. Es gab darauf eine Reaktion, die Sie von der Bubble her noch mal beschreiben. Aber Ihre eigenen Parteivorsitzenden, nein, es geht ja, wir sind hier jetzt in der Macht. Ja. Wir reden, wie reagiert Macht? Ihre eigenen Parteivorsitzenden haben was gesagt? Ja, also da muss ich erklären, dass ich der Artikel, das habe ich zunächst gar nicht wissen können, Pech hatte. Er erschien 3 Tage nach einem Jurfix, der mit Gesine Schwan, Kulturforum der Sozialdemokratie, mit der Feuilletonchefin der FAZ. Mhm. Die hatte einen kritisch bis ironisch-hämischen, wie auch immer, Artikel zu dem Act-Out-Vorgang, dass schwule und lesbische Schauspieler und Schauspielerinnen sich geäußert hat. Die Einladung war auch viel älter. Es war also ein zufälliger Zusammenhalt. Darauf haben Vertreter der Queer-Community verlangt, dass Gesine Schwan die auslädt. Das wäre ein Fall von Cancel Culture. Und da hat Gesine Schwan, das kann ich nicht machen, das geht doch nicht. Ich lade Vertreter von euch ein, damit ihr, wir machen erst ein Gespräch, wie wir es vorhatten, aber dann lade ich euch ein, dass ihr da mitdiskutiert. Das fand statt, heftige Attacken. Wirklich. Und ich habe den Chat nebenbei verfolgt. Ich war gar nicht dort, ich habe nur zu Hause gesessen. Unerhörte Beschimpfungen und so weiter. Dann erschien 2 oder 3 Tage später mein Essay, den ich vorher schon abgeliefert hatte, dem ein Interview vorausging, das ich bereits im Januar gegeben hatte, viel ausführlicher. Erschien, und dann wurde der von der Queer-Community als eine Rechtfertigung der Feuilleton-Chefin. Und das war gar nicht der Zusammenhang. Und deswegen ein richtiges Shitstorm. Ich hätte, wo ich dann schwule Freunde frage, lest den Text. Ich habe doch nicht irgendetwas gegen Homosexuelle darin gesagt. Nein, aber es wurde, das sei AfD-Sprech, das sei empathielos, das sei schwulenfeindlich und so weiter. Und das hält immer noch an. Das ärgert einen und macht einen betroffen. Aber als Politiker muss man allerhand vertragen. Und ich will nur erinnern, weil Helmut Kohl, vielmehr hat mich getroffen, Helmut Kohls Vergleich, er hat mich verglichen mit Goebbels. Ja, nee, mit Göring. Mit Göring. Der schlimmste Parlamentspräsident seit Göring. Das hat viel mehr wehgetan. Ja. Dann aber, jetzt erzähle ich die andere Seite. Zur gleichen Zeit habe ich ein solches Ausmaß an Zustimmung bekommen. Per Mail und per Post. Über 1000, das ist gar nicht mehr auszuhalten. Das kann einen freuen, aber da war etwas Irritierendes, was mich wirklich irritiert. In fast allen, und das waren vom Malocher bis zum Professor,
Von Schwulen bis Schwarzen und alles war da. In fast allen wurde mir gedankt für meinen Mut, mit dem ich etwas ausspreche, was uns irritiert, bedrängt, was wir nicht auszusprechen wagen. Und ich war irritiert und dachte, ich habe mich ja nicht eine Sekunde mutig gefühlt, als ich geschrieben habe, sondern ich habe überlegt, dass ich möglichst genau formuliere und nicht das Falsche da sage. Das ist ja wichtig. Aber das nehme ich jetzt ernst und denke, was ist da los? Was ist da für eine eigentümliche Atmosphäre im Land? Das sage ich ausdrücklich nicht. Ich habe bei allen Interviews gesprochen, ich widerspreche dem der Behauptung, dass man bei uns nicht alles sagen darf. Man muss nur immer mit Widerspruch ändern, mit Kritik. Kritik ja, aber nicht mit Herabwürdigung, mit Denunziation, aber jetzt kommen Sie doch mal zu Ihren Parteivorsitzenden. Ja, und die hatten bezogen auf diesen Vorgang, Kulturforum, Auseinandersetzung mit der Queer-Community, weil die sich beschwert haben, haben sie einen liebedienerischen Brief, sag ich mal, also ein, wie man das macht, eine Einladung, und hatten darin sozusagen sich gemeint, sich von Gesine Schwan und mir distanzieren zu müssen. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Es wurde von der Queer-Community. Aber wie empfinden Sie das? Ja, ich will das doch erklären. Veröffentlicht. Und daraufhin habe ich gedacht, nein, wieso müssen die sich von mir distanzieren? Ich glaube nicht, dass ich irgendetwas getan habe, was der SPD schadet, sondern mein Interesse war, Verständigungsmöglichkeiten in einer diversen, pluralistischen, streitigen Gesellschaft zu schreiben. Ja. Und da habe ich dann gesagt, als das öffentlich wurde, habe ich dann einen Brief geschrieben und habe gesagt, ich war lange genug stellvertretender Parteivorsitzender und fand immer, dass man mich und meine Äußerung ernst nehmen. Also nehme ich deine auch ernst und frage dich deshalb, ist meines Bleibens in der SPD, ist das noch sinnvoll oder findest du das nicht sinnvoll? Die haben sich beide inzwischen sowohl für die Wortwahl entschuldigt, wie für überhaupt den Vorgang. Ich will jetzt noch mal sagen, es geht gar nicht um die SPD. Die SPD kommt an einer Stelle nur mal vor. Ja, aber die SPD hat sich ja an ihrer Spitze davon dann... Ja, ja, aber nur die beiden, die haben sich entschuldigt. Alle anderen haben gesagt, nein, das ist... Wir distanzieren euch nicht. Weil sie ja damit auch zu tun hat. Also leben wir gerade in einer äußerst aufgeregten Gesellschaft. Das ist tatsächlich Social Media... Nicht die Medien, das sind ja noch mal, es heißt aber ja zwar immer Social Media, aber nee, das Social sind jetzt, Media und Medien genau, sind zwei, das sind Sparringspartner. Ja, aber Social Media sind keine Medien, das ist kein journalistisches Forum. Ich will das nur deswegen einmal noch mal auch in dem Kreis wir alle sagen. Diese Verführung des Begriffes führt ja eine Verwirrung auch in unseren Gesprächen. Also ist die Tatsache mit Shitstorm, Social Media, die Aufgeregtheit einerseits, die man erlebt, um darauf auch zurückzukommen, diese Shitstorms, diese Bedrohung kommt in den letzten Jahren vorwiegend aus der rechtsextremistischen Seite, die Menschen bedroht aus ganz unterschiedlichen Gründen, die sich emanzipieren, die sich engagieren und. Das, was wir jetzt diskutieren, ist eigentlich eine sehr späte Situation. Ja. Also wenn man Cancel Culture verwenden würde, dann beginnt das mit den Rechtsextremen, die diese... neue Technologie so benutzen in Perfektion wie kaum andere. Also ist das eine Situation, die den Diskurs, auch diese Diskursfrage, wer sind wir, also was sind diese Werte, wie definieren wir uns, wie wollen wir Gesellschaft verhandeln im 21. Jahrhundert? Übrigens, ich will das noch hinzufügen, in einer globalisierten Welt, wo sowieso die Herausforderungen für uns überhaupt nicht mehr im kleinen Dorf denkbar sind, was aber auch viele wieder beunruhigt. Ist das ein Phänomen dieser sozialen Medien oder sind die sozialen Medien nur ein Verstärker, eine Autobahn von etwas, was im analogen Leben Alltag ist? Die alltäglichen rassistischen Kränkungen, wo Sie zu Recht auch sagen würden, wer schreibt darüber, wer regt sich darüber auf, dass die Verkäuferin beim Rewe angemacht wird, mit welchen Narrativen auch immer. Wo liegt also das Kernproblem und was ist, um das konstruktiv noch mal zu versuchen, was ist der Weg zum Wer bin ich jetzt im Kollektiven, in der Pluralität am besten zu verhandeln? Da würde mich Ihre Meinung noch mal sehr interessieren. Also ich glaube, dass es tatsächlich viel mit den sozialen Medien zu tun hat und dass wir das alle extrem unterschätzen. Also so wie es vor allem jetzt seit der Pandemie, es ist kein ungewöhnlicher Tweet, dass Leute mal irgendwie in der Nacht schreiben, ich war heute 14 Stunden am Bildschirm. Also diese Zeit, die Menschen in sozialen Medien am Bildschirm verbringen
Und dann auch die Logik der Plattformen, die natürlich diese Hitze will. Also ich glaube, es ist kein Zufall in den letzten Jahren. Nigel Farage hat sich bei Mark Zuckerberg bedankt für den Brexit und gesagt, ohne Facebook wäre das so nicht möglich gewesen. Und es, so wie Sie es gesagt haben, rechte Kräfte nutzen dieses Internet auf eine Art, wie die meisten es nicht beherrschen. Und nicht jeder weiß damit zu spielen. Und im Moment sehe ich so ein ganz schwieriges Zusammenspiel, das eben es zur Demokratisierung beigetragen hat. Also ich finde es auch positiv, dass eben Leute, die durch diese klassischen Medien vielleicht ihre Stimme nicht hatten, weil wir da auch einen strukturellen Rassismus haben, weil die Redaktionen auch sehr homogen sind, durch ihre Blogs, ihre Portale, ihre Kanäle klargemacht haben, es gibt hier Themen, da guckt ihr nicht hin. Also das ist eigentlich eine positive Bewegung. Nur auch wie da immer, das Maß ist halt nicht so da. Und dann spinnt sich das jetzt sozusagen in die sozialen Netzwerke. Und man kann fast drei Hashtags am Tag, so vormittags ab 10, nachmittags ab 1, dann nochmal ein so gegen 17 Uhr. Und wenn abends alle unruhig sind, kommt nochmal um 21 Uhr. Und ad hominem für Mediengeschichten oder Politiker ist immer besonders einfach, weil den kennen alle, das geht schnell und dann gehen diese Shitstorms. Das Problem wäre aber nicht mal so groß, würden da nicht alle Journalisten so gucken, wer hat denn irgendwie was ganz Provokantes getweetet. Und dem biete ich morgen mal die Kolumne an, weil da gibt es ganz viele Tweets. Ne? Also es ist schon ein Zusammenspiel aus klassischen Portalen. Und dann haben wir den, und dann kommen sozusagen, die rekrutieren den Nachwuchs je nach Klickzahlen. Und dann kommt eben der krasseste Tweet. Und der wird, und dann wird das behauptet, das ist jetzt die Meinung der Minderheit so und so. Was vielleicht eine Meinung ist, weil die Minderheiten sind ja auch unglaublich divers. Da ist ja nicht eine homogene Meinung. Das heißt, es ist jetzt eine Aufgabe für uns, glaube ich, auch die Medien, die unsere traditionellen analogen Medien und nicht sozialen Medien, unsere Medien eben zu bitten, da nochmal anders zu sortieren. Wie gehen wir mit diesen, lässt man sich wirklich von Twitter und den Hashtags und je lauter es wird, diktieren, ja, was ja am nächsten Tag die Seite eröffnet. Gehe ich bei jedem Schlag ad hominem mit und gebe den Leuten die provokativste These, die sie drei Tage später vielleicht sogar revidieren, nur weil sie dann eben aufgegriffen wird, machen. Also ich glaube, wir müssen eine kluge politische Bildung im Bereich des Umgangs mit diesen digitalen, sozialen Medien finden und uns klar machen, dass unsere Wut, es ist eben nicht die demokratische Plattform, es ist die Plattform, die eigentlich Demokratie auch zersetzt, weil es Silicon Valley zuspielt. Und wir brauchen auch in Zeiten der Pandemie wieder mehr solche Foren, wie auch wir heute Abend hier sitzen, aber noch viel mehr, wo wir sagen, wir führen einen Diskurs und wir brauchen Mittel, mit dieser Pluralität in unserer Gesellschaft umzugehen, so wie wir sie dafür manche haben wir beide, sind wir irgendwie eine Geschichte. So, irgendwie sind die ja, wir sind sehr unterschiedlich in manchem. Wir in drei manchem schon. Ähnlichen. Ja, genau, vier sind wir vier. Genau, vier und das richtig. Unterschiedliche Geschichten. Und dass wir verstehen, dass wir wieder lernen, irgendwie, wie Sie sagen, gerne streiten. Ich finde das schön. Ich mag auch Streit. Warum muss ich denn immer einen Menschen nicht mögen, nur weil ich sein Argument nicht richtig finde? Also auch wieder eine Streitkultur zu etablieren, eine Debattenkultur zu etablieren, eine Räume dafür zu haben, die nicht irgendwie gleich Mark Zuckerberg darüber informieren, wie wir über alles denken. Und vielleicht schon auch mit dem Ziel, und das fehlt mir halt insgesamt, wo wollen wir denn die nächsten 10, 20 Jahre hin? Das greife ich auf, Herr Thierse. Genau. Ja. Eine Kernidentität der jedenfalls nationalen Aussage, wer sind wir, ist die Demokratie. Ja. Nach allen wissenschaftlichen Umfragen sind in den neuen Bundesländern in Ostdeutschland knapp 50% demokratieskeptisch, aber auch in der Bundesrepublik West zwischen 30 und 35%. Wir sprachen schon von einer antidemokratischen Partei. Wir sprechen über Emanzipation auf der anderen Seite. Beides ist in Bewegung. Wird die Demokratie in den nächsten Jahren in Deutschland in der Frage, wer sind wir, wer bin ich in diesem Wir, ein demokratischeres bleiben oder wie in anderen Ländern zerbröseln? Es hängt ganz wesentlich davon ab, wie wir unseren Streit austragen. Mhm. Ich sage ausdrücklich, eine pluralistische Gesellschaft, das ist mein Credo, eine pluralistische Gesellschaft ist keine Idylle, sondern ist voller Konfliktpotenzial, weil sie eben ethnisch, religiös, weltanschaulich und so weiter so vielfältig ist. Diesen Streit können wir nicht vermeiden. Wir müssen zu ihm Ja sagen, aber wir müssen zugleich dafür sorgen. Erstens für die Form, in denen er ausgetragen wird. Das ist mein großes Plädoyer. Und zweitens, das ist genauso wichtig, so sehr wir für Vielfalt eintreten, so genauso sehr müssen wir eintreten
für das Gemeinschaftliche, das Verbindende, das Verbindliche, das, was uns miteinander trägt, in, als Verschiedene. Da fängt man an mit dem ersten, dem Näherliegen der gemeinsamen Sprache. Schon das ist nicht mehr sicher, wir erleben ja sprachliche Spaltung. Also das, was an Universitäten, Redaktionen gesprochen wird, ist inzwischen ein anderes Deutsch, als viele auf der Straße sprechen. Merke ich selber. War es aber schon immer. Ja, aber jetzt gibt es sozusagen eine neue Wendung. Was meinen Sie? Ja, also zum Beispiel die gender- und rassismusgerechte Sprache, die wird da gesprochen und die wird auf der Straße weniger gesprochen. Jetzt geht nur darum, auch darüber, wie läuft dieser Prozess ab? Wiederum bei dem Punkt, bin ich nur auf dem Punkt. Also was ist das Verbindende, die Werte unserer Verfassung? Also darüber immer wieder neu uns verständigen. Was verstehen wir unter Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, Menschenwürde, Toleranz und so weiter. Das ist ein ständiger, dem müssen wir uns widmen, anstrengend. Das ist auch anstrengend. Das ist nicht einfach allemal da. Im Gegenteil. Das ist sozusagen die große Herausforderung, mit der wir es zu tun haben. Und zwar, jetzt noch ein ganz kurzer Gedanke, weil Sie nach den Ursachen fragten und auch nach Ostdeutschland. Wir sind doch mitten in einer neuen Phase dramatischer Veränderung. Ich nenne nur die Stichworte Globalisierung, digitale Transformation, Bewältigung der ökologischen Herausforderung, also der Verhinderung der ökologischen Katastrophe, die Weltunordnung und so weiter und so weiter. Und die Emanzipationsbewegung in dem eigenen Land. Ja, wollte ich unter dem Vervielfältigung. Also das ist ja eine dramatische Veränderung. Und sie trifft, jetzt gehe ich nur mal auf Ostdeutschland, so auf Bevölkerung, die bereits mit Mühe und unter Opfern und Schmerzen und nicht alle erfolgreich dramatische Veränderungen gerade bewältigt haben. Die Transformation. Mhm. Und das heißt, eine nicht alle erfolgreiche, sondern tief verunsichere Bevölkerung treffen Veränderungen, die wieder Unsicherheit machen. Mhm. Und umso größer ist das Bedürfnis nach den einfachen, klaren Antworten, nach dem Führer, nach den Freund-Feind-Bildern und so weiter. Das ist die gefährliche Situation, mit der wir es zu tun haben. Weshalb ich mit einer solchen Leidenschaft sozusagen, wir müssen daran arbeiten, nicht an neuen Verfeindungen zu arbeiten, die ich an falschen Konfrontationen. Das ist die Intention meines Textes gewesen. Aber damit ich würde gerne. Das ist auch interessant, weil das ist das, was Sie als die normalen Leute beschreiben. Und nein, das ist kein Vorwurf. Ich verstehe das. Und ich gehe sogar mit und sage, man muss die abholen, damit alle verstehen. Aber eine Sache, wenn wir diesen Tisch hier nehmen und sagen, wir vier sind schon unterschiedlich, jetzt sind noch mehr an den Tisch gekommen. Wir sitzen alle hier. Es kann nicht friedlich laufen. Wir müssen aushandeln. Da schreit einer dort, da schreit einer hier. Einer sagt, bitte Ruhe. So, in dieser Situation, so rein bildlich gesprochen, sind wir. Und natürlich wäre es schön, wenn sich das ausgleicht. Aber vielleicht müssen wir die beiden kurz mal schreien lassen und uns zurücklehnen und sagen, die waren halt nicht gehört. Ich bin in einem dermaßen, ich weiß nicht, ich fühle mich nicht mal naiv, in einem ruhigen Zustand, weil ich glaube, es braucht das jetzt. Es braucht diese Emanzipationsbewegung, um an einem neuen Ort rauszukommen, an dem wir dann im besten Fall immer noch streiten, weil das wird nicht auf... Da habe ich einen Dachschaden. Es gibt diese normalen Leute, die Sie beschreiben, und die haben die Macht. Und diese Macht will neu verteilt werden. Und Teilhabe bedeutet aufgeben für die einen und teilen mit den anderen. Also, und das ist ein schmerzhafter Prozess. Das kennen Prozess. Sie als Sozialdemokrat das sowieso. Das ist ein schmerzhafter Prozess. Also, das müssen Sie einem Sozialdemokraten nicht sagen. Es gibt nur eine Verlagerung von Verteilungskonflikten. Von sozioökonomischen. Aber um die geht es massiv auf. Ja, aber die Heftigkeit der Debatte findet da nicht statt. Wir haben, ja, um es nochmal zu sagen, doch nur in besteht ja in bestimmter Weise die Schwierigkeiten, in der wir sind. Wir haben für das Austragen sozioökonomischer Verteilungskonflikte, da haben wir Traditionen, Institutionen, Formen, Regelwerke. Tarifauseinandersetzung als ein Muster. Für das Austragen kultureller Konflikte, in dem weiten Sinne des Wortes, Anerkennungskonflikte, Teilhabekonflikte und so weiter, haben wir nicht die gleichen Erfahrungen bisher, das gleiche Regelwerk, wie man das friedlich regelt. In diesem Zustand sind wir jetzt. Und wissen Sie, warum wir es nicht haben? Weil wir kein Bewusstsein für Diskriminierung haben. Wir wollen Diversität, wir wollen ein Diversitätsbewusstsein, haben wir nicht. Wir haben es nicht in den Medien, wir haben es nicht in den Strukturen. Wir haben Diskriminierung, wir haben keine Zahlen dafür und wir haben kein Diskriminierungsverständnis. Ja. Es hapert uns. Dürfte ich jetzt an essentiellen Dingen. Wunderbar. Ja. Wunderbar. Wir haben in Deutschland das Blutrecht abgeschafft. Ja. Also wenn das nicht eine Erfahrung
Erfahrung ist im Wandel und in der Veränderung und dass wir Dinge durch emanzipatorische... Und haben die Optionspflicht erstmal eingeführt. Ja, und dann wieder um sie dann wieder abzuschaffen. Ja, aber es zeigt ja, dass diese Änderung des Blutrechts ist für mich ein Hoffnungsschimmer. Und auch ein Beweis, dass wir das können. Und umgekehrt, wenn Sie sagen, sozioökonomische Prozesse, dafür gibt es Tarifverträge. Aber das ist ja heute keine Antwort mehr. Wir mussten jetzt diese Klimathematik vom Bundesverfassungsgericht lösen lassen oder überhaupt mal einen Ansatz für eine Lösung finden lassen. Wir haben keine Tarifverträge mit den Immobilienhaien. Also es gibt Problematiken sozioökonomischer Art, die zu einer prekären Mitte der Gesellschaft führen, die auch dazu führt, dass diese Gesellschaft so anfällig geworden ist für diese polarisierenden Debatten, weil jeder im Moment, und das ist schon auch was, worüber wir reden müssen, den anderen zunehmend als Konkurrenz empfindet. Und genau diese emanzipatorischen Kämpfe lösen in einer Gesellschaft, wo Leute Status- und Verlustängste haben, zunehmend noch mehr Angst um Ressourcen aus. Denn plötzlich kommt diese junge Generation, Gott sei Dank, ich bin ungeduldig, also ich will jetzt mal ins Kabinett, ne? Ich will da jetzt mal hin. Und die anderen denken... Als Frau auch gar nicht mehr darum betteln müssen, dass ich in Vorständen, in Aufsichtsräten bei gleicher Qualität gesehen werde. Ja, die Frauen haben die Kampagne, ich bin eine Quotenfrau gemacht. Das heißt, hier bei Quoten Schwarzer hat man klar gemacht, rassistisch. Frauen müssen das jetzt mit einer positiven Kampagne belegen, dass wir es okay finden, uns als Quotenfrauen zu belegen. Also es ist schon... Aber bei all ihrer richtigen Analyse will ich trotzdem darauf hinweisen, auch mit den Einkommensverlustängsten, auch mit der Frage, wie wohne ich, ist es dann doch kein Zufall, dass Sündenböcke, stereotypisierte Gruppen als das Modell sofort herhalten müssen. Das wollte ich nur noch mal zurückkoppeln, dass mir bei aller Motivsuche, die Sie sich ja auch bemühen, immer wieder zu formulieren, wir feststellen sollten, dass der Übertrag auf eine stereotypisierte Narration von Sündenbockgruppen. Unbedingt. Dass da deutlich ein chirurgischer Schnitt entstehen muss, dass das eine nicht zum anderen wie selbstverständlich, wie seit Jahrhunderten immer wieder führen kann und dass das gespielt wird. Mhm. Denn an dem Punkt kommen wir dann doch auf die Rassismusfragen zurück, die strukturell auch in der Kultur, immer noch auch in unserem kulturellen Gedächtnis festgelegt sind und die wir dauernd hinterfragen müssen. Die einzige Differenz besteht darin, dass ich dazu das Wort strukturell nicht brauche, sondern sage, nennen wir es konkret. Jeweils konkret, worum es geht. Aber dass das ein Stück des kulturellen Gedächtnisses ist. Dass im kulturellen Gedächtnis übrigens in der ganzen Welt mit unterschiedlichen Sündenbockgruppen, dass dieses eine Sache ist, die ganz tief hinterlegt ist und von nicht wenigen in den jeweiligen Ländern auch eben sofort statt in eine Reflexion, in eine Versündenbock-Situation gebracht wird. Ob Sie es jetzt strukturell nennen wollen, ich finde es sogar viel schlimmer als strukturell. In europäischen Ländern nennen wir es strukturell und haben deswegen nicht auch... Nicht nur europäischen, man nennt es... Aber nehmen Sie das Wort weg. Ich habe doch gesagt, was meine Intention ist. Und ich verstehe Ihre... Sie können auch damit leben, dass Sie es so nicht nennen wollen. Es wird ja trotzdem gemessen. Wir sind die Mehrheit. Also, das ist im Moment noch nicht nur am Tisch. Wir sind international in dem Fall noch es gibt einen globalen Konsens der supranationalen Institutionen, dass man über strukturellen Rassismus Daten erhebt und das auch im internationalen Vergleich dann immer kundgibt. Heidmeier, der gruppenbezogene, ist ja alles. Ich habe Heidmeier jedes Jahr mit ihm zusammen in Berlin vorgestellt. Was ich nochmal wichtig finde, ist aber, wir müssen auch schon mal uns fragen, es ist eine extrem kleine, kleinteilige Debatte, die wir noch lange nicht irgendwie, es gibt noch viel mehr Einzelteile in dieser Debatte. Und trotzdem denke ich, die Frage war ja auch, was ist Deutsch, was ist unsere Identität? Und ein Ding ist Verantwortung für mich. Und wir sind in unseren Debatten gerade so drin, aber müssen wir halt auch sagen, es gibt dann schwarze Deutsche eben ohne Migrationsgeschichte, es gibt alle möglichen, aber wie schaffen wir es jetzt als dieses Land? Und wenn wir in so kleine Grabenkämpfe und Verteilungskämpfe, die wir führen müssen, gehen müssen. Und trotzdem hätte ich gern, dass wir gemeinsame Ziele artikulieren, die uns unserer globalen Verantwortung, weil ich denke immer noch, wir sitzen hier und reden über unsere Bezeichnungen und wir haben aber an Europas Grenzen Menschen, die um Überleben kämpfen, Menschen, die illegal bezeichnet werden, Menschen, die, und ich glaube, wir brauchen eine Identität, die uns so stark macht, dass wir unsere Probleme
klüger lösen, also so wie Sie gesagt, mit Spielregeln demokratisch vorankommen, Rassismus benennen, uns auch nicht immer im Kreis drehen. Ne? Lesen Sie mal 80er Jahre Artikel zu Rassismus und heute, es bewegt sich bei manchen was, es ist frecher, aber viele Figuren finden sich über Dekaden wieder. Wie finden wir eine Identität, mit der wir trotzdem stark handlungsfähig bleiben? Und aus meiner Sicht sind wir halt immer noch eins der wohlständigsten Länder der Welt. Wir sind immer noch einer der Kontinente, die mithalten können mit den USA. Und es ist für mich persönlich sehr wichtig, dass wir aus diesem pluralen, demokratischen, ich weiß gar nicht, was ich sage, Geschöpf, das wir sind, eine Handlungsfähigkeit haben, die uns, auch Empathie war ja die Frage, die Empathie auch mit unseren Diskriminierungen, ja, aber die möchte ich schon noch mal weiten dürfen. Zu Menschen, es ist ja auch unmodern geworden, hat es wäre schlimmer, aber globale Verantwortung heißt, dass wir noch mal gucken nach den Bildungsbiografien von Ländern, die nicht mal eine Schule haben in ihren Dörfern. Ja, wir können von Hunger reden. Richtig, wir müssen von Hunger reden. Und wir müssen aufpassen, da sagt dann immer, das ist Whataboutism. Ja, das ist auch so. Auch. Ja, nee, das ist es nicht. Ich hasse Whataboutism. Das ist auch so ein Ding. Warum können wir nicht über das eine reden und über das andere? Weil wir haben eine begrenzte Aufmerksamkeit. Wir haben eine begrenzte Aber wer entscheidet Lebenszeit. Denn, was jetzt das Wichtigste ist? Ja, die Mehrheit entscheidet es dann in der Demokratie. Und wir müssen über alles einen Platz finden, aber wir können nicht alles in die gleiche Das Schöne an der Demokratie ist, dass die Verhandlungen und die Menschen, die in den Verhandlungsraum, in den Streitraum gehen, ja. jeder Einzelne sein kann und nicht nur die Mehrheit, die entscheidet, das wie stimmt. die Dynamik Das habe ich jetzt ein bisschen bespitzt. Das wollte ich nur sagen. Und im Moment haben wir keine Verteilung, die darüber entscheidet, was das Wichtigste ist. Und ganz kurz, wenn wir aus einer intersektionalen Perspektive gucken, und das ist übrigens auch die Jugend, wenn man auf die Klimaschutz und die Jugend guckt, die dann sagt, wenn wir uns fürs Klima interessieren, interessieren wir uns auch für Rassismus, interessieren wir uns auch für queeres Leben. Das heißt, es gibt eine Generation, die versteht, sich nicht auszuspielen gegeneinander in Konkurrenz. Ich wäre sehr froh, wenn wir sagen würden, es gibt einen Teil in dieser Generation. Ja, es gibt einen Teil, natürlich. Und dass wir das stimmt. nicht... Nein, bitte. Da haben Sie recht. Ja, also ist bei gut. allem Optimismus für Nein. die Jugend, ja. es ist ein Nein, Teil. Möchte, und diesen Teil gab es in jeder Generation, die jung war. Und ich finde es wichtig, weil wir haben über diesen noch nicht gesprochen. Ich fühle mich ja schon in der Rolle, dass ich alles, was laut ist, verteidige, dass ich alles, was Social Media ist, verteidige. Weil ich möchte dieser Position an diesem Tisch. Na, ich fände laut voll gut, aber ich hätte gerne etwas klügeres Laut und etwas besser organisierteres Laut. Ich kann das gar nicht, kann ich gar nicht richtig bewerten. Weil Doch, das kann ich schon bewerten. Nein, ich kann es nicht alles bewerten. Es ist nicht alles also relativ. Also aus einer journalistischen Sicht. Ich kann schon bewerten, ob ich etwas relevant habe. So, und jetzt wird es nämlich spannend. In der Demokratie darf, kann und jeder bewerten, was jeder oder jede gerade gesagt hat. Genau. Und ich würde gerne. Ja, das auf jeden Fall. Ja, und das ist ja genau das, worüber wir gerade die ganze Zeit diskutieren. Ich kann das nicht bewerten. Wer bin ich im Sinne dieses Wirs? Ich mag eigentlich die Idee der Menschenrechte. Definitiv. Auf die wir uns einigen, auch wenn wir zwischen Moral und Doppelmoral als Zwillingsbegriff immer hin und her pendeln. So ist das etwas, was ich finde. Das, was George Tabori unter Jeder ist jemand formuliert hat, das ist, glaube ich, die größte zivilisatorische Errungenschaft. Und das gilt es, ich muss es sagen, zu erkämpfen. Und da fällt mir zum Schluss... Nicht verteidigen sagen. Ja, und ich denke, dass ich nichts verteidige. Ja. Sondern dass ich in dem Fall ganz unmilitärisch angreife und etwas... in den Raum bringe. In diesem Raum gibt es viel, was immer noch diese Menschenrechte nicht will. Und ich bin gerne bereit, über Semantik zu diskutieren, aber hinter der Semantik steckt schon eine Haltung, die ich als die Offensive nenne. Verteidigung ist für mich als Begriff immer auch ein Stück defensiv, deswegen erlaube ich mir... Ich wollte Sie ja unterstützen im Erkämpfen. Ich finde auch zum Beispiel, sollten wir auch ein bisschen Abstand nehmen von Identitätspolitik und mehr über Menschenrechte reden. Denn viele Themen, die in diesem Spektrum verhandelt werden im Moment, sind Fragen der Menschenrechte. So. Und deswegen habe ich das für mich erlaubt, zum Schluss noch mal zu sagen, Menschenrechte sind nicht abstrakt. Menschenrechte sind immer konkret und Ödin von Horvath hat mal geschrieben, ich bin nämlich eigentlich ganz anders.
Ich komme nur so selten dazu. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr dazu kommen, die Menschenrechte zu unserer Identität ins Zentrum zu nehmen. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich. Wir haben über 3 Stunden versucht, diesen Denkraum zu füllen. Und es war mir ein großes Vergnügen, mit Ihnen heute Abend zu reden. Herzlichen Dank. Danke. Herzlichen Dank an alle drei. Ebenso. Ja. So, wir gehen einfach. Mir gefällt das besser, weil es ja inzwischen ja auch ein Sound Menschenrechte ist. Ja, das.